Hallo. Ich mal wieder ausprobieren. Ich habe mal wieder ein bisschen... Oh, eine unscharfe Kamera. Hallo, würdest du bitte... Hier bin ich. Hallo, hallo. Wieso zeigst du mich so unscharf? Maybe no. Du, gell? Das muss ich noch anschauen. Ich bin wieder mal im Tüfteln gewesen und habe ein bisschen an meinem Ton rumprobiert. Und weil ich mal wieder absolut unsicher bin, ob das funktioniert, wie es soll, muss ich das jetzt mal wieder im Selbsttest rausfinden. Deswegen hört man mich vermutlich gleich doppelt. Oh, ja, wir haben Ton, wir haben Stimme, wir haben Stimmung, wir haben Ratten, wir haben alles. Das heißt, wir sollten jetzt nur noch rausfinden, warum meine Kamera beschlossen hat, mich so unscharf darzustellen. Wobei das auch sein kann, dass das eventuell daran liegt, dass ich gerade mein OBS zum allerersten Mal per Virtual Desktop auf mein Tablet übertrage und mein Tablet vielleicht einfach eine beschissene Auflösung hat. Dann testen wir es einfach mal kurz hier. Schauen, ob wir hier scharf sind. Wenn wir hier scharf sind, dann ignorieren wir, wir sind nicht scharf, wir sind gar nicht scharf. Wieso bist du so? Hör auf, so zu sein. Nein? Magst du nicht? Aber wieso denn bloß? Das heißt, wir könnten jetzt mal noch kurz schauen, ob wir das per Webcam... Konfiguration. Bitte einmal den Fokus... Nicht mehr automatisch. Dann wieder automatisch. Ich glaube, jetzt sollte es funktionieren. Ja, die stochen scharf. Perfekt. Quasi. Wunderbar. Das heißt, ich glaube, jetzt steht dem ganzen Spaß nichts mehr im Wege. Und wir machen das wieder nach hier. In den Vollbildmodus. Wir bleiben scharf. Warum habe ich hier noch ein Fenster offen? Das will ich nicht. Fertig. 15 Uhr scharf. Nee, oder? Nee, das müsste gehen. Na egal, falls ich da jetzt irgendwie unscharf dargestellt bin, ist es halt so. Wir machen heute weiter mit Plague Tale. Da haben wir beim letzten Mal... Ich habe jetzt Escape gedrückt, ich hoffe, mein OBS hat das nicht irgendwie Schlüsse gezogen. Nö. Bei mir haben wir beim letzten Mal Kapitel 4, I guess, fertig gespielt und sind in Kapitel 5 eingestiegen. Haben uns dann noch kurz angeschaut, was die zu sagen haben. Und dann beschlossen, ein Päuschen zu machen. Und genau da stehen wir jetzt. Jetzt könnte ich noch ein Ingame-Overlay gebrauchen. Das wäre nicht schlecht. Wir. Dann wird dir wieder warm. Das wenn wir dem Aquädukt daher. Folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Chateau d'Ombrage sein. Aquädukt. Ach, das ist nur er, der redet. Ach so. Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich besser. Bleibt das auch so. Sehr, sehr schön. Wir könnten mal wieder nach Herbarium suchen und schauen, ob das irgendwo hier neue Blümchen gibt für den Hugo. Ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint möchte es nicht das ja so gern. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja, aber er sollte näher ist dir nicht kalt? Kommen. Hugo scheint es nichts auszumachen. Also ist ihm nicht kalt. Tolle Gespräche. Jugendliche unter sich, ich schwör's. Na gut. Kein Herbarium. Doch, da oben. Da ist Herbarium. Ich sehe ihn bis hierher. Komm wieder hoch. Natürlich nicht. Hugo! Wo willst Hugo, du hin? Hugo, hierher. Das ist nicht Herbarium. Hier liegt doch sonst, glaube ich, nicht viel rum, was Hugo. Man irgendwie einsammeln könnte, oder? Kommen wir da jetzt gar nicht mehr hoch? Nicht mal so ein bisschen? Ich würde halt schon so gern. Nö, halt gar nicht. Ah, hallo. Ah, oder auch nicht. Ein Stein, das ist gut. Ach ja, wir haben das Beutelchen geupgradet, da war ja was. Wie komme ich jetzt zu Herbarium rüber? So was Ärgerliches. Ob wir da nachher drüber kommen? Nö, wahrscheinlich auch nicht, oder?
Aber ich hab's doch leuchten sehen. Da war doch dieses Blümchen, das hat so vor sich hingeblinkt. Und das tut das normal nur, wenn es ein Sammelblümchen ist. Da. Oh, und da unten ist was genau? Salpeter, wo wir natürlich mal wieder... Oh, aber warte, wir können ja jetzt Ignifer herstellen und dafür brauchen wir... Ach nein, dafür brauchen wir nicht Salpeter, dafür brauchen wir Schwefel. Schau dir das. Oh, Menno, ich würde da so gern hoch. Vielleicht später dann nochmal. Dass sie da nicht einfach hochkraxeln kann, das ist schon fast ein bisschen gemein. Aber na schön, dann geht das wohl nicht. Können wir da drüben hoch und dann vielleicht doch über den Baumstamm? Nö. Das ist alles nicht begehbar. Na, vielleicht kommen wir wirklich von der anderen Seite noch irgendwann rüber gelatscht, aber... Bisschen doof finde ich das jetzt schon. Da war das ja auf keinen Fall, ne? Da sind wir jetzt gerade schon oben gewesen. Da ist ja einfach nur straight Sackgasse. Da lang dann vielleicht noch, aber... Das ist nicht der Weg, den wir suchen. Durchdrücken kannst du dich auch nicht? Nö. Na gut. Wir behalten das Blümchen im Hinterkopf. Und suchen jetzt mal den Hugo. Der ist auch schon eine Weile lost. Hey, seht ihr, ich bin ein Ritter. Ein englischer Schild. Quasi. Wo hast du den her? Von der Leiche da drüben. Auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Ein Schild? Naja. Los, weiter. Riechst du das? Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Ja, den Furz zuerst gerochen. Oh. Was haben wir da schönes Blinkendes? Wahrscheinlich nur Steinchen, oder? Ich glaube, was anderes als Steine liegt hier nicht rum. Aber immerhin schön in einem Säckchen verpackt. Das muss man der Natur lassen. Das hat sie perfekt für uns bereitgestellt. Geht ja nicht, dass wir noch unsere eigenen Säckchen sammeln müssen. Nein, nein. Achso, da kamen wir her. So, Hugo. Da lang vielleicht. Das sieht doch so verkehrt nicht aus. Rein von der Richtung könnte das hinkommen, oder? Hey, was macht ihr da? Wir schauen. Wenn du immer vorrennen musst, kann keiner was dafür. Eine Kiste. Schau mal, da guck. Mit Leder. Und wo war das Blümchen? Da drüben. Da drüben. Aha. Perfekt. Das ist der Weg. Na gut, dass der Hugo sich da in dem Moment jetzt entschieden hat, doch noch Angst zu bekommen und mitzukommen. Weil sonst wäre er jetzt ja gar nicht hier für seinen... Spruch, genau. Sie sind Blümelein. So wie heißen die nochmal? Gladiolen. Ach ja, natürlich. Gefallen sie dir nicht? Ist kein gutes Zeichen. Hugo, das sind Blumen. Mhm. Hm. Der nennt sich nur, ja, giftige Blumen. Und du wirst gleich jede Menge Halluzinationen bekommen. Aber keiner hört auf den kleinen Knirps. Na gut. Wir sind hier, glaube ich, fertig. Wir haben Leder gefunden, wir haben ein Blümchen gepflückt. Und ich glaube, viel mehr Krempel wird es hier wohl nicht zu finden geben, oder? Ist ja schon gemein, wenn man hier im hohen Gras jetzt irgendwo so ein Lore-Item, so ein, wie nennt man das, halt so einen Schatz verstecken würde. Ich glaube, so gemein sind die Spieleentwickler doch nicht hier, oder? Dass man hier irgendwo abseits, jenseits des Weges suchen muss, um alles zu finden. Nö. Nö. Nö, nö, nö. Das ist seltsam. Du bist seltsam. Was ist das? Schwefel. Das stinkt. Es kommt von da drüben. Ihh, sagen sie. Das müffelt aber. Hier liegt aber viel Kram rum. Dafür, dass es einfach nur so ein Bach ist.
Hat schon auch ein bisschen zu schön aus, um einfach ungewollt hier zu sein, oder? Hier ist ein Weg. Also sie kommt auch nicht hoch. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir halt woanders hin. Und der Hugo ist wieder weg. War ja klar. Amicia, Lukas, kommt schnell her. Wir wissen, wo du bist, du Lump. Oh, die zünden schon wieder Fackeln an. Das heißt, sie sind schon wieder Mausis. Oh mein Gott. Sind sie alle tot? Nee, die schlafen nur. Die schlafen und sind schon eine Weile müde, deswegen müffeln die auch so. Dem da? Na gut, dann folgen wir dem. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir dem Licht folgen. Und das Licht wird uns schon in die Richtung bringen, in die wir wollen. Oh mein Gott. Amicia, müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Hugo. Du kannst natürlich auch fliegen, wenn du magst, aber... Ist ja englisch. Er stafft schon mal munter voraus. Ob wir ihn wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Los. Ekelhaft. Ob hier wohl irgendwo Stoff liegt? Nein? Kein Stoff? Na gut. Gar kein Stoff, nirgends. Was bist du Schönes? Du bist wieder Schwefel. Dann stellen wir uns doch gleich nochmal ein Ignifer her. Wobei der Alkohol wird dünn, war. Warten wir mal noch. Falls wir nochmal Schwefel finden irgendwo, stellen wir es uns dann her. Entschuldigung, Freunde, das wollte ich nicht. Wollt euch da jetzt nicht schockieren. Hier war ich auch noch nie. Was ist hier? Gar nichts. Das ist nicht viel. Wir sollten nicht Doch. Hier sein. Oh, dieser Gestank. Schnur. Kaum auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentriere dich auf das Aquädukt. Jederzeit kotzen. Also es stört hier sicher niemanden. Das kann ich euch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit versprechen. Wirklich, hier fängt es jetzt an zu ruckeln bei mir? Sind die Leichen so schwer zu animieren, oder? Gut, Leichen sind schwer zu animieren in dem Sinne. Das stimmt allerdings. Da habe ich es nochmal blitzen sehen, oder? War das nur ein Helm? Nö. Hallo? Leder. Wunderbar. Das ist ihm einfach von der Hand, aus der Hand gefallen. Entschuldigung. Das ist kein Menschenleder. Menschenleder nehmen wir nicht für unsere Steinschlauder. Schleuder. Schlauder. Staunschlauder. Hat schon ein großes Gebiet zum Absuchen, wa? Aber ich will auch nicht so viel verpassen hier. Also stapfen wir nochmal über ein paar Leichen. Da hinten zum Beispiel, der Baumstumpf, der schaut doch so aus, als könnte man... Oh, Mausis. Mausis? Da kommen wir dann wohl später noch hin, oder? Ist das nur Kulisse? Da sind überall... Naja, nicht unser Problem, sondern deren Problem. Wir haben die coolere Party hier. Oh, hallo, Spirit, grüß dich. Und Alisa, Alisa. Also Daddy. Ich bleib bei Daddy. Daddy ist einfacher. Schön, euch zu sehen. Willkommen in einem Meer von Leichen. Das Pferd. Hundpferden. Leichenpferden. Ich weiß es nicht. Ja, das ist bestimmt noch am Leben. Das sind bestimmt nicht die Mäuschen. Absolut nicht. In keinster Weise sind das... Oh, Truhe. Hallo. Ich habe mir beim letzten Mal schon sagen lassen, dass ich ein bisschen lootgeil bin. Oh, vielen Dank für dein Follow. Das freut mich aber. Ich hoffe, du hast weiterhin Spaß. Und ich habe weiterhin zu viel Schwefel. Aber wenn ich halt nur wüsste, ob der Alkohol uns zu knapp wird. Ich meine, Alkohol wird quasi immer zu knapp, aber ich mag jetzt hier auch nichts liegen lassen. Wir schauen mal. Entschuldigung, wie bitte? Oh nein, die Ratten. Wir machen da mal bitte einmal Feuer hin. Genau. Das darf doch nicht wahr sein. Da hab ich mich aber erschreckt. Ja, dann können wir da hinten noch ein Feuerchen anmachen. Das ist ja eh gut, dass wir uns jetzt hier brav unser Ignifer gemacht haben. Und schon wieder zu viel Schwefel. Dann hauen wir zuerst da hinten einen Ignifer hin. Boah, bleibt das brennen oder geht das aus? Ich glaube, das ist eins von denen, die dann ausgehen, oder? Dann laufen wir da fix durch und stellen dann da drüben gleich nochmal Ignifer her.
Schwupp. Los, lauf! Ach, geht nicht. Okay, dann doch hier. Ja, damit. Mal schauen, ob mir das zum Verhängnis wird. Aber ich bin halt auch ein bisschen lootgeil. Ich gebe das zu. Mausis. So viele Mausis. Gibt's nicht viel? Dann einfach weiter dem Licht nach. Das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben Sie da gemacht? Ach ja, die gab's ja auch noch, die habe ich ganz vergessen. Sie wollen Sachen stehlen. Aber warum? Wer macht denn sowas? Also ja, einfach so von den Leichen irgendwelchen Stoff oder so plündern, das wäre ja eine Frechheit, wenn das Leute machen würden. Also das wäre ja... Oder Schwefel. Aber das heißt auch, dass sie uns die Truhe da gelootet haben, die Lumpen. Und das heißt, dass wir die nicht mehr looten können. Ja, wobei, die konnten nichts damit anfangen, das ist auch gut. Einmal Herstellung. Oh, zu viel Salpeter. Aber damit können wir noch nichts anfangen. Steinchen nehmen wir mit. Steinchen sind immer gut. Was Ratten? Ich hoffe, die laufen nicht in deiner Wohnung rum, so wie die hier. Und ich hoffe, die essen weniger Menschen als die hier. So kommen wir hier nicht durch. Wir brauchen Feuer. Und ich hoffe, du hast das noch nicht ausprobiert. Also, alles davon. Amicia, da unten liegen Holzstöcke herum, aber die Ratten sind überall. Aha, Holzstöcke. Das heißt, wir möchten dich hier anzünden. Sehe ich das richtig? Das können wir machen. Schawupp. Und dann kurbeln, oder? Kannst du mir zur Hand gehen? In Ordnung. Und dann können wir das jetzt quasi drücken, wiederholt E. Einmal absenken, bitte. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Ich hätte das glauben können. Bin ich schon beeindruckt, dass... Ach so, ich schicke ihn da jetzt hin. Ja, dann lauf, Hugo. Hugo, hör zu, du musst das erledigen. Hol das Streichholz. Ja, ja. Sei vorsichtig. Ja, ich hab's geschafft. Noch niemand gegessen, bist du sicher? Hast du deine Freundin letzter Zeit mal durchgezählt? Komm zurück. Na, wer weiß. Bitte. Vielen Dank. Gut, dass du nicht gleich zwei mitgenommen hast. Gelähmt. Danke, Hugo. Gut gemacht, ihr beiden. So, da gibt's auch nichts mehr zu sammeln, oder? Mal nichts, was nicht schon lange voll ist. Und wir wollen jetzt da rüber stapfen, sehe ich das richtig? Was bringt uns das da drüben? Haben wir da neue Streichhölzerlein? Haben wir irgendwas Neues, was wir da anzünden können? Oder laufen wir da einfach nur straight in eine Sackgasse? Das wäre halt super ärgerlich, oder? Oh. Naja, wir hoffen jetzt einfach mal, dass hinter dem Strauch drei Freunde oder drei Menschen? Wer weiß. Oder drei Ratten. Doch euch ins Gras, schnell. Ja, das tun wir. Ah, aber der bringt uns neues Licht, das ist gut. Seine Laterne. Ich... Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Achso, Laternen von Genern. Ja, aber ich will ihn ja nicht ausschießen, dann komme ich ja nicht mehr weiter. Das wäre ja saudumm. Oder fängt er dann Feuer und brennt einfach? Was ist das? Was habe ich denn? So. Oh Gott, das ist furchtbar. Das war nicht rentabel. Das hat funktioniert. Wir stehen jetzt... Ach so, aber die Ratten sind jetzt da mit Essen beschäftigt. Ich verstehe. Gut, in dem Fall können wir da... Lasst euch nicht stören, Freunde. Bon Appetit. Die brauchen nicht so lang. Ich sag's dir, also... Ich würde ja nochmal durchzählen an deiner Stelle. Ich wäre mir da nicht so sicher. Zu viele Ratten. Wir sitzen fest. Ach, Blödsinn. Wir machen einmal hier Feuerchen an. Dann machen wir mit dem Stein das da kaputt. Der Peng Peng. Oh, dann machen wir mit dem Stein den da kaputt. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Aber du wärst mir lästig geworden. Das musst du zugeben. So, in dem Fall können wir da jetzt einfach hochspazieren, oder? Ja, die lassen uns in Frieden. Und hier ist eine Werkbank. Und Steine, super. Ah, oben wird bestimmt auch nochmal irgendwas rumliegen, oder? Hä, wieso nicht? Ach so, ich kann mit dem Stöckchen nicht Leitern klettern. Ja, gewiss. Wie gehorsam er ist. Gefällt mir schon ganz gut. Gut erzogen.
So. Stoff, Leder, Krug haben wir auch voll. Und hier der gute Salpeter müssen wir wieder liegen lassen. Gut. Wie heißen deine Ratten denn? Drei Namen, das würde sich anbieten, sowas wie, wobei das sind Enten, Tick, Trick und Track oder Pinky Brain und. Und eine andere. Der Doktor. Wieso kann ich nichts herstellen? Ich habe so viel Krempel, weil ich kein Werkzeug habe. Oh. Gibt es hier nicht noch irgendwo Werkzeug? Das war ganz schön heimtückisch, hier eine Werkbank hinzubauen. Das würde ja heißen, dass ich irgendwo Werkzeug verpasst habe, oder? Aber ich war doch so ein tüchtiger Looter. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Wir schauen mal, ob wir vielleicht irgendwo in den nächsten... Werkzeug. Ups. Alles klar. Hab nichts gesagt. Wir können Bänder verstärken, aber sonst nicht mehr viel. Aber Bänder brauchen Salpeter, warum auch immer unsere Bänder Salpeter brauchen. Aber das ist das Einzige, von dem wir momentan erheblich zu viel haben und nicht wissen, was wir damit anfangen sollen. Also machen wir das doch direkt mal. Piff, paff. Das sollte mir die Sache erleichtern. Achso, was machen die denn überhaupt? Schießt jetzt lautlos. Oh, das ist praktisch. Das ist durchaus praktisch. Das können wir gut. Shiva, Freya und Lilith. Oh, wir haben auch eine Freya, aber sie ist keine Ratte, sondern eine Katze. Eine schwarze Katze. Ich glaube, man sieht sie leider... Ach ja, ich habe einen Greenscreen an. Normalerweise sieht man sie ab und zu mal hinten vorbei huschen. Jetzt gerade leider nicht. Und jetzt gerade pennt sie ungefähr da. Circa. Und ein Odin. Also wir sind der Sache treu geblieben. aber schöne Namen. Gefällt mir. Götter / Dämonen. Ja, das... Die Erklärung trifft es bei uns auch ganz gut, ja. Das ist ungefähr. Will ich. Entschuldigung, ich bin nicht multitaskingfähig. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich da hinten das Feuer jetzt anschießen mag. Und ob ich dann überhaupt noch so ein Streichding brauche. Ah, deswegen. Mhm, geht nicht. Oh, kann ich denn überhaupt schleudern, wenn ich so ein Holz in der Hand habe? Kann ich das dann vielleicht von hier aus machen? Ah nein, ich bin auf dem Stein, deswegen. Jetzt da. Schau mal, da guck. Feuer brennt. Wie mein Nornkollege früher immer zu sagen pflegte. Oh, warte, wir haben ja jetzt Salpeter aufgebraucht. Wir können hier jetzt oben den Salpeter einsammeln. Das Salpeter, die Salpetra. Man weiß es nicht. Ich gehe zuerst. Ja, gewiss. So. Gut. Achso, Stöckchen mitnehmen. Bitteschön. Dann können wir das da unten anzünden. Da hinten glitzert auch nichts mehr. Nö, nö, nö. Nur noch da. Und da können wir hinmarschieren. Mit einer Streichholzladung, hoffe ich. Auch wenn sie noch nicht immer so schleichen würde. Das ist nervenaufreibend. Gut, da sind wir. Wir haben Steine und Krüge voll. Geht alles nichts. Jetzt wollen wir das vermutlich nach da drüben schieben. Gibt es denn da hinten noch irgendwas, was wir wollen? Oh, da steht ein Lump. Können wir den vielleicht direkt mal wegmachen? Klar. Peng. Dann geht das ja nachher schon mal nicht mehr auf die Nerven. Das ist gut. Warum sind hier die Stöckchen? Was verstehe ich da nicht? Aber es lohnt sich halt gar nicht, nach da hinten zu laufen. Ich würde sogar eher sagen, wahrscheinlich kommen wir nachher außenrum da irgendwie hin. Oh, vielen Dank. Diesmal bin ich sogar vorbereitet. Achtung, schau. Tada. Mit Fläschchen. Ganz brav getrunken. Und weil Wasser halt so langweilig ist, habe ich mir noch gedacht. Wieso ruckel ich denn so? Ist ja nicht vor, so zu ruckeln. Zum Wohl, Freunde. Köstlichstes Wikingerblut. Wieso ruckel ich? Ich wollte heute gar nicht so ruckeln. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, heute überhaupt nicht zu ruckeln. Vielleicht können wir den verwenden. Hm. Ruckelt meine... Ja, danke. Vielen, vielen Dank. Ruckelt meine Kamera die ganze Zeit schon so? Oder ist das jetzt gerade erst so ein Zufall gewesen, weil hier so viel Ratten los ist? Also wir lassen das hier. Wir nehmen den Wagen und verziehen uns von hier, würde ich sagen. Ich helfe mit. Pass auf. Verbrenn dich nicht. Wir machen zu viel Lärm. Er hat quasi gar keine Chance, sich von hier aus zu verbrennen. Ja, das hast du. Kann ich das abbrechen hier? Ja. Steinchen. Hatte ich jetzt so auch nicht vor.
Oh, du hast gerade... Alles klar. Danke. Ja, das habe ich nicht kommen sehen, dass du jetzt Stöcke nach mir wirfst, du Lump. In diesem Fall... Oh, von hier aus, das ist ja cool. Okay, aber du bist schon abgegradet, das ist gut. Das heißt, wir können uns vermutlich oben unseren Salpeter gleich nochmal holen. Unverzüglich. Unverzüglich. Er ist ja super. Ihn mag ich sehr gern. So, Salpeterchen. Los, kletter runter. Komm, wo sollen wir lang gehen? Sie sind überall. Zuerst sagen unverzüglich, ja, Chefin. Und dann hier so grantig werden, wenn ich sage, ich gehe wieder runter. So, so. Weiß noch mal ganz leicht, weil sie denkt, ich wäre Essen. Oh, ich sag dir doch, pass auf und zähl deine Freunde durch. Schau, guck, sie versucht's schon. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass sie dich nicht wirklich essen will. Ich glaube, sie kostet erstmal nur, wo sie am besten reinbeißen kann, um dann möglichst schnell loszulegen. Ich habe vergessen, den Karren zuerst anzuzünden, verflucht. Man muss ja schon schauen, dass man zuerst sich eine Strategie überlegt, bevor man sich so einem großen Gegner widmet. Und drum testet deine Ratte quasi vorher so erstmal ihre Chancen aus, glaube ich. Ich will jetzt keine Angst machen, aber du bist quasi so gut wie aufgegessen. Also es ist leider ziemlich offensichtlich. So ähnlich. So. Ah, wir machen zuerst den Lump da weg. Wir machen zuerst den Lump da hinten wieder weg. So. Ah, das hat nicht funktioniert. Nein, nein. Warum auch immer. Man weiß es nicht. So. Peng, peng. Und bei dir, mein Freund, können wir dich vielleicht zuerst irgendwo hinlocken oder so. Oh, oh, oh. Würdest du mich bitte nicht in die Ratten reinschieben? Geht das? Läufst du dann dahin? Ja. Nee, tust du nicht. Kann ich deinen Helm von hier aus treffen? Das geht. Und dann kommst du hierher und ich kann dein Lichtchen ausschießen, stimmt's? Das kannst du vergessen, Kollege. Nochmal passiert mir das nicht. Sie ist auch schon mal gegen die Wand gesprungen mit Vollspeed, als sie sich erschreckt hat. Okay. Point. Okay, den lasse ich dir. Unsere Mutzen sind auch die ganze Zeit auf Achse. Die haben so eine kleine Stoffmaus, mit der sie ganz gerne spielen. Und sobald sie die kriegen, ist auch, also Wände gibt es dann nicht mehr. Das sind dann nur noch Gegenstände, die es wegzurammen gilt, weil sie dummerweise im Weg stehen. Verbrenn dich nicht. Die sind teilweise so schmerzfrei, die Viecher. Hauptsache, sie catchen mit dieser Ratte. Das ist atemberaubend. Aber bisher ist noch nichts Gröberes passiert. Sie haben noch nichts kaputt gemacht und sie sind beide noch relativ unversehrt. Also ich glaube, wir machen das ganz gut. Die Räder stecken im Schlamm fest. Wir müssen Schlamm. Ihn stehen lassen. Ich würde es auch Schlamm nennen. Das ist bestimmt nicht eine Mischung aus Blut und Kot. Ist ja widerlich. Komm schon, ich will bloß an deine Zähne ran. Schon klar, aber... So. Die Ratten fressen den doch sowieso. Sei halt nicht so gemein, oder? Ja, kann auch nichts dafür. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Psst. Überall. Eine Lösung. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Nicht zu die Fackel. Versuch's doch mal bei dem anderen. Die liegen hier überall rum. Wo ist denn der, mit dem er redet? Viecher. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Leiche stürzen? Da hinten sind zwei. Ich könnte mir ein neues Ignifer machen, da haben wir nur noch drei Stück. Wer damit? Ja, sie hat ja noch drei, oder? Also, ich würde schon sagen, das geht klar. Jetzt läuft sie auch gleich viel langsamer und tut sich beim nächsten Mal nicht mehr so weh. Also, ha? Win-win. So, wie machen wir das? Wir hauen dir das Ding aus der Hand, oder? Wobei, das ist blöd, wenn du ins Feuer läufst, weil dann bist du quasi safe. Das möchten wir vermeiden. Aber ich glaube, wenn du hier genau bei mir stehst, dann könnten wir dir theoretisch die Fackel aus der Hand kloppen und dann essen dich, glaube ich, die Ratten hier. Außer du bist clever genug, hier ins Feuer zu laufen, dann habe ich ein ziemliches Problem. Wie hat sie denn überhaupt eigentlich vorgehabt, darüber zu kommen? Ich glaube, ich muss ihn tatsächlich hier auch erledigen, sonst komme ich ja gar nicht zu dem Feuer rüber. Ach so.
Okay, das war nicht so clever. Das ist ja gar nicht so eine Kapuzis-Laterne. Ups. Wir machen das jetzt einfach so, einen Schluck pro Tod. Dann ist es auch nicht so lästig, wenn wir hier einen Löffel abgeben. Aber die Ratten sind überall. Dann geht Duck durch. Ach, wir könnten uns auch einfach ganz. Eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Ich warte auf dich. Genau. Wir könnten uns einfach ganz unbrutal dem an die Fersen heften und einfach mitlaufen, oder? Geht das? Ach, diese verfluchten Drecksviecher. Klar. Ja, logisch. Ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Genau. Endlich, verdammt. Und dafür die ganze Mühe? Was machst du jetzt damit? Lauf. Muss ich mir noch überlegen. Er wundert sich gleich, dass die Fackel weg ist, aber okay. Ach, er ist brav da hinten geblieben. Okay, cool. Ja, und jetzt können wir in die Richtung laufen, oder wie? Bleibst du jetzt da hinten die ganze Zeit? Kann ich mich jetzt hier in Ruhe umschauen? Gibt's da Loot? Wenn es da Loot gäbe. Wenn ich einen Stein gegen den Helm geworfen hätte, dann hätte das zwar kurz Bonk gemacht, was durchaus amüsant gewesen wäre, aber ich glaube, danach wäre der super stinkig gewesen. Und dann hätte der uns wieder mit seinem Messerchen kaputt gehauen. Das mag ich vermeiden. Aber ich glaube, der bleibt jetzt wirklich da hinten. Und das heißt, ich glaube, ich nutze die Gelegenheit und schaue mich hier mal ganz kurz um, ob es hier Krimskrams für mich gibt. Weil ihr zwei da, ihr plündert da ja irgendwas, oder? Aber da glitzert halt auch nichts. Und da hinten? Auch nicht. Nö, ich glaube, da gibt es nichts viel für mich zu entdecken. Vielleicht noch da hinten mal gucken und bevor wir den Hugo wieder zu uns rufen. Da zum Beispiel, schau mal, na guck. Das behalten wir. Und da hinten glitzert auch noch was. Ja, es hat sich doch schon wieder gelohnt hier. Nein, Amicia, ich habe Angst. Ach, Mausezahn, ich bin da. Tut mir leid, ich hatte Angst. Und die Wachen hinten so. Nur der Wind. Ich höre schon Stimmen. Ja, ja. Also, dann komm los, hierher, Hugo. Los. Kein Ton. Hab verstanden. Käsebrötchen ist geil, sagst du? Ach so. Sein Käse, jetzt check ich das erst. Ja. Der ist definitiv nicht so interessiert an mir, wie an seinem, was auch immer er da hinten gekramt hat. Nimm dir die Schnur. Okay. In dem Fall Fackel da rein, oder? Ich glaube, sonst gibt es hier nicht mehr viel zu sammeln. Hier wird hier noch was? Nö, ich glaube nicht. Wir gehen mal da lang. So. Und los. Da hoch. Ja. Sehr wohl, Madame, sagt er. Ich wünsche mir bitte wieder ein bisschen Etikette hier. Es war vorher sehr, sehr ausgezeichnet, wie ihr das gemacht habt. Unverzüglich. So, wir haben hier Mausis. Wir haben kein Licht zum Mitnehmen. Wir können natürlich auch diese Fackel nicht mehr nehmen, wenn ich raten müsste. Natürlich nicht. Wieso auch? Und das heißt, wir sollten überlegen, wie wir darüber kommen. Stöcke im Bauch. Sieh nicht hin. Versuche alles, um mich herum zu ignorieren, Hugo. Stöcke im Bauch. Ich könnte Stöcke gebrauchen, aber... Ah, wir könnten... Ah, ihr seid quasi Schinken. Also, nicht ganz, aber so ähnlich. Einmal hab und einmal hab. An der Maus ist weg. Der Turm. Ja. Sollen wir das Feuerchen da anmachen? Bleiben. Oh ja, vielleicht sollten wir das Feuerchen anmachen. Ich glaube, dass sie nämlich relativ bald fertig sind mit ihrem Amicia, Essen da. Da drüben ist jemand. Oh nein. Da ist die Frage, wenn wir dem helfen, ist er dann trotzdem stinkig auf uns? Na los! Los, rein da, schnell! Holt mich hier raus! Hey! Na, Mausis, nicht so gierig. Ist die Frage, was machst du mit mir, wenn du mich entdeckst? Alle.
Hol die Viecher hier weg! Wir müssen weiter. Och nee, ach jetzt check ich das erst. Wir müssen jetzt die ganzen Ratten nach davon treiben. Kollege, du hast jetzt echt eine scheiß Zeit vor dir. Ich sag's dir, wie es ist. Es gibt halt auch keine Möglichkeit, die Glut anzuzünden, bevor wir da vorne sind, oder? Vielleicht gäbe es irgendwie eine Möglichkeit, den doch noch zu retten. Das fände ich ein bisschen cool, aber ich glaube... Das wurde aber auch Zeit! Oh nein! Hey! Hey, was treibt ihr da? Stehen bleiben! Und du jetzt so? Doch, wir können es da reinmachen. Und dann können wir theoretisch mal versuchen, dir Feuerchen zu geben. Ihr habt mich gerettet! Oh, ja. Danke. Vielen Dank! So ist der Plan. Ihr werdet doch wohl nicht Alarm schlagen. Alarm? Nein! Das ist ja cool. Nein, nein. Man würde mich hängen, wenn herauskäme, dass ich euch ablaufen lasse. Geht nur, ich habe nichts gesehen. Gut. Na? Schau mal einer, guck. Die Maus ist, die kriegen jetzt alle noch einen Sonnenbrand. Ach nee, die drücken sich da weg. Okay, passt. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Ich glaube, beim ersten Mal ist mir das nicht aufgefallen. Ich glaube, beim ersten Mal durchspielen habe ich den tatsächlich einfach nur mit ganz, ganz schlechtem Gewissen da hinten vor die Hunde gehen lassen. Aber so mag ich das. Das ist jetzt ausgezeichnet. Oh nein! Reinen Matsch. Fackel. Wir müssen ohne sie weiter, Amicia. Wie, oh nein, die Fackel? Wieso hast du sie überhaupt fallen lassen? So tief war der Sturz jetzt doch nicht. Du wirst wahrscheinlich nicht so ganz happy mit mir sein, wie dein Kollege das eben war, oder? Da, ein Soldat! Ist schon wieder unscharf. Nee, ich glaube nicht, oder? Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt! Wir haben keine Wahl. Was für eine Wahl? Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, überrumpeln? Nimm das. Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnum, du wirst schon sehen. Du musst es vermischen. Vermischen? Somnum eliminiert Gegner, ohne Geräusche zu verursachen. Etwas klingt so? Ausgezeichnet. Perfekt. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas? Gut, ich hoffe, du weißt, was du tust. Da steht aber eigentlich nur... Ist das nicht eigentlich einschläfern statt eliminieren? Es braucht Stoff, das heißt, das versuchen wir nicht allzu häufig zu verwenden, weil wir Stoff ja auch brauchen, um Kram herzustellen, glaube ich, oder? Aber das da könnten wir nochmal herbestellen. Sehe ich gerade. Bevor uns das nachher ausgeht. So. Somnum lässt Gegner endgültig einschlafen. Endgültig einschlafen. Habe ich verstanden. Deswegen. Unbemerkt einem Gegner von hinten und drücke E, sobald das Symbol angezeigt wird, um es zu verwenden. Aha, wir schleudern das gar nicht, sondern wir schleichen uns an. Mit unseren schicken neuen Heimlichklamotten. Plündern ihn zuerst noch aus. Und dann kriegt er von uns hier die volle Breitseite. Piff, paff. Schläft er? Ja. Für eine immer. Weile. Danke. Das wird uns das Leben retten. Ach so, also er schläft tatsächlich doch nur. Wenn dich ein Gegner packt, kannst du es als letzten Ausweg nutzen, um dem Tod zu entkommen. Das heißt, theoretisch könnten wir uns auch eins herstellen, so für einen Notfall. Auf der anderen Seite glaube ich, bevor ich das verwende, würde ich es lieber nochmal spielen. Einen Moment. Also, möchtest du, dass ich warte? Kann ich machen, aber du musst so schnell sein mit deiner Pizza. Ich schaue mich dabei mal um. So hektisch spiele ich ja tatsächlich nicht. Was wir machen können, wäre zum Beispiel schon mal den Ignifer dahin schmeißen. Das geht sowieso. Und was wir auch machen könnten, wäre... Nö, nicht mehr viel. Gegner sind hier eh keine, oder? Das heißt, wir marschieren einfach mal ganz langsam. Ganz vorsichtig hier so. Da verpasst du eh noch nicht viel. Ich loot mir nur mal wieder einen Ast. Noch eine Maschine. Die sieht ein wenig anders aus. Alles nur Steinchen. Und hier ist eine Kiste mit Stoff. Und Schwefel. Ich verwechsel immer Salpeter und Schwefel, weil ich, warum auch immer, ich bei dem Kristall einfach nicht an Schwefel denke. Ja, das habe ich schon verstanden, liebes Spiel. Vielen Dank. Ich wollte mich trotzdem erstmal nur umgucken hier. Wir wollen auf jeden Fall da oben looten, hätte ich gesagt. Die Maus ist am Hunger.
Und da drüben ist noch so eine... Wir müssen es versuchen. So eine Glut, die wir anzünden können. Wollen wir da gleich noch rüber? Kommen wir da noch irgendwie rüber? Oder geht da der Weg weiter? Kommen wir da von hier aus dran? Nö. Da ist kein Durchgang. Ich glaube, da kommen wir vielleicht später noch hin. Ich hoffe das Beste. Sag mal, Daddy, wie geht's eigentlich deinen Augen? Ist das besser geworden schon, oder? Ja, hörst du auf, mir reinzulabern, bitte? Letztes Mal, der Stream hat mich echt beeindruckt, dass du trotz, was ich gelesen habe, Augenklappe, glaube ich, noch zum einen so abgegangen bist und zum anderen so lange gestreamt hast. Also mein Respekt, absolut. Ich war sehr begeistert. Ich konnte nur leider, wie gesagt, nicht so voll zuschauen, weil wir leider Videoabend hatten. Das heißt leider, also war ein schöner Videoabend. Aber ich habe so zwischendurch mal so einen Blick reingeworfen. Das Trebuchet. Ja, weg wird noch eine Weile dauern, glaube ich. Das stimmt, ja. Also, was wollen wir jetzt genau machen? Wir wollen, dass da eine Lump hier bitte da hilft. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Ja. Versuch's. Ich lasse los. Achtung! Und du? Nee, das. Jut! High Speed. Okay. Das Krimskrams, das ist gut. Jetzt können wir, glaube ich, das anzünden, was wir hier gesehen hatten, oder? Oh, da wäre halt dicker Loot, ha? Ah, und er kann uns jetzt hier... Das musst du machen. Hölzchen holen. Ich kann nicht, Amicia. Ah, und damit müssen wir hier erst die Fackel anzünden, verstehe. Ignifer schon wieder fast leer, das ist gar nicht mal so cool. Peng, peng. Jetzt, halt, lauf los. Jetzt schon. You can do it. Ach, und dann müssen wir ihm nochmal sagen, dass er das bitte nochmal hier verwenden soll, damit wir wieder zurück können. Los, Hugo. Genau so. Dann können wir hier schön unser Streichholz anzünden und nach da marschieren. Aber wir sollten, glaube ich, da nach links gehen. Das heißt, wir werden das Ganze nochmal machen müssen. Weil wir nochmal ein Streichholz brauchen, wenn ich raten müsste. Denkst du, du kriegst das hin? Ja. Klar. Schafft das schon. Ja, den hatten wir tatsächlich, ja. Auf jeden Fall. Es war wunderbar. Wir sind momentan mit einigen Serien geschlagen. Deswegen wir die paar Abende, an denen wir dann tatsächlich zusammen gucken können, auch nutzen wollen, um dann so viele wie möglich davon abzuarbeiten. Und ja, also wir kommen mäßig gut voran. Es gibt halt doch sehr viel zu gucken. Will ich jetzt... Ach, verflucht, ich habe das nicht angezündet, deswegen kann ich jetzt nicht nach da drüben laufen. Ah, ist das ärgerlich. Also müsste ich jetzt quasi den Stecken ablegen, oder kann ich mit dem Stecken das Ding anzünden? Das ließe sich testen, oder? Wir probieren das mal. Im Zweifelsfall gehen wir jetzt halt einmal kurz vor die Hunde. Das dauert viel zu lang. Na also. Ausgezeichnet. Lukas, und hier ist ein Geschenk. Das ist ein Entfernungsmesser. Cool. Ja, in Krieg? Damit das habe ich letztes Mal auch nicht gesammelt. Total unnütz. Nein, gar nicht. Ich zeig's dir später. Gar nicht unnütz. Also jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt den Stecken hier nehmen und anzünden, können wir dann nach da drüben... Schaffen wir das in einem Rutsch? Das ist natürlich ziemlich cool, weil dann müssten wir nicht extra diesen Umweg wieder laufen. Wenn halt jeder von euch ein Stecken mitnehmen könnte, das wäre halt ideal, ne? Aber das geht wohl nicht. Also wir testen das jetzt mal. Können wir überall drüber laufen? Geht das? Ja. Ja, das geht sich aus, oder? Das geht sich, oder? Oh oh, es brennt halt schon weit runter. Ja, ideal. Too easy, Freunde. Ah. Jetzt lassen wir den Hugo wieder darüber hopsen. Das musst du machen. Wir sind zwar nicht gestorben, aber ein Prosit. Super lecker. Genau so.
Achso, kann ich lesen. Schön, dass du wieder hier bist. Wir sind nicht viel weiter gekommen. Ich dachte mir, während du deine Pizza in den Ofen schiebst, clearen wir hier dieses Gebiet von Loot. Ich glaube, das ist in unserer allen Einverständnis. Also wir kamen von da hinten, da warst du Pizza holen und jetzt sind wir hier. Weiter ging es noch nicht. Ach ja, das war ja clever. Ich brauche ja die Fackel, um da rüber zu kommen. Ich hol Kopf. Also das heißt, du musst das doch nochmal machen. Meine Güte. Laufe ich hier total stolz mit meiner brennenden Fackel durch die Ratten. Und voll verscheppert, dass ich die ja noch brauche. Los, zackig. Ah. Ja, ja, hör auf zu weinen. Schaffst du das? Ja, das tut er. Los, Hugo, genau so. Genau so. Nur nächstes Mal 2 oder 3, 7. Bitte, nicht immer nur einen. So, und jetzt da, bitte wieder einmal. Du kriegst das hin? Schub da wupp. So, geschafft. Und jetzt haben wir die Fackel da, wo wir sie haben wollen. Und wir können weiter. Du wirst schon so clever sein, mir jetzt zu folgen, oder? Jawohl. Brav. Sehr gut. Sehr, sehr gut von dir. Ich hab's geschafft. Da können wir uns bei Hugo bedanken. Danke, Hugo. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ich auch. Na los, weit, weit weg von hier. Die Ruckelei ist die besser geworden. Nicht viel, glaube ich, gell? Aber ein bisschen. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Gehen wir unten. Alles klar, Entschuldigung. Wir gehen da lang. Da sind keine Mausis, da ist Feuer, da ist eine Truhe, da sind, soweit ich das sehen kann, keine Gegner. Und der Werkbank, wer hat denn hier eine Werkbank hingestellt? Aber wir haben kein Werkzeug, stimmt's? Hätten wir irgendwo Werkzeug finden können? Oh, das ist ärgerlich. Immer diese Werkzeugknappheit hier. Aber wir haben auch keins verpasst, oder? Haben wir Werkzeug verpasst? Ich dachte eigentlich schon, dass ich fleißig alles abgesucht habe. Aber ein Zurück gibt es jetzt eh nicht mehr, glaube ich, weil wir haben hier keine Stöckchen mehr. Das heißt, selbst wenn wir es verpasst hätten, dann ist es halt so. Loslassen lernen. Liegt hier irgendwo Werkzeug rum? Vorher habe ich es ja auch drastisch übersehen. Nö. Kein Werkzeug. Dann schmeißen wir da drüben einmal ein Ignifer hin. Ah, Moment. Aber wo wollen wir dann hin? Das geht ja dann wieder aus, der Strohballen. Ich glaube, wir wollen dann ganz schnell da unten durch. Sehe ich das richtig? Gut, Plan geschmiedet. Auf geht's. Ah, oben drüber. Okay, auch gut. Wunderschön. Das wollen wir vermutlich zuerst mal aufschießen. Oh, wir machen uns direkt mal nochmal ein neues Ignifer. Der Karren ist Aluhol ist eh voll. Schwefel auch. Dann machen wir uns gleich 6, hätte ich gesagt, oder? Besser ist es. Weil ich glaube, wenn uns das im falschen Moment ausgeht, dann könnten wir ziemlich Ärger bekommen. Wir müssen im Licht bleiben. Los! Oh, müssen los. Wir? Ah, das wir wollte ich nicht. Nicht Steinchen mitnehmen. Nein, lauf! Das gefällt mir aber nicht. Aber es funktioniert doch. Mir auch nicht. Ich wollte doch eigentlich noch plündern. Okay, I guess. Da drüben ist eine Fackel. Da drüben ist nicht viel und dahinter ist auch eine Fackel. Funktioniert. Oh, da ist ein Lump. Dem könnten wir aber theoretisch die Fackel aus der Hand schlagen, oder? Bringt uns das was? Eigentlich ja nicht bisher, oder? Wir möchten einen Weg etablieren. Gehst du wieder? Kommst du wieder? Das ist ja super ätzend von dir. Ah ja, wir können den da hinten wegmachen.
Aber cooler wäre es, wenn wir den... Da, auf dem Turm. Sind das etwa... Ja, Tote. Tote. Ich glaube, dass wir ihn hier... Oh, siehst du uns jetzt? Du wirst uns doch nicht sehen, oder? Da hinten sind Stöckchen. Wenn wir ihn hier jetzt mittig irgendwo wegmachen, dann haben wir da einen so einen Rattenhaufen. Weil die kümmern sich ja jetzt um den und nicht um uns. Dann können wir theoretisch das da aufmachen, dann haben wir da hinten einen Rattenhaufen. Oder haben wir da hinten einen? Oh, ihr wart jetzt aber schnell fertig mit dem, Freunde. Ja, okay, in dem Fall wäre es vielleicht doch cleverer gewesen, das auf den runterhageln zu lassen. Hätten wir nur einen Stein gebraucht, aber... Ich hätte gedacht, vielleicht kommen wir dann ohne die Hölzchen da hinten aus. Das heißt, dass wir da jetzt einen Ignifer hinschmeißen. Heng, heng. Und dann holen wir uns da hinten ein paar Streichhölzer. Oh, und Schnur. Nimm die Schnur, so ist brav. Und mit denen können wir jetzt erstmal schauen. Oh, hier sind glaube ich nochmal Steine, oder? Jawohl. Ob es da hinten vielleicht noch irgendwas zu holen gibt, weil da sind ja auch nochmal Fackeln. Aber ich glaube, da gibt es nicht mehr viel Weg. Ich glaube, da geht's nur in eine Sackgasse. Das probieren wir nicht aus. Wir gehen lieber mal da lang. Und machen, was das Spiel von uns will. Und zwar bis zu der Fackel hier marschieren. An der Fackel hier unsere Fackel anzünden. Und dann hoffentlich in einem Stück darüber kommen zu dem Leichenhaufen. Ah, aber dann haben wir bei dem Leichenhaufen keinen Stock mehr. Hätten wir ihn doch am Leben lassen sollen. Hätte er uns dann vielleicht rüber patrouilliert. Das probieren wir jetzt einfach mal aus, hätte ich gesagt. Wir gehen jetzt einfach mal nach da drüben. Weg mit euch, Mausis. Nee, da kommen wir schon weiter. Da ist jetzt ein brennender Leichenhaufen, das ist gut. So. Hier können wir mal unsere Fackel weghauen, bevor uns die Finger verbrennt. Und da geht es dann eh schon wieder drüber. Und da habe ich gerade was glitzern sehen. Ah, Stöcke. Aber Stöcke wofür? Was könnte ich mit denen jetzt noch machen wollen? Eigentlich nicht mehr viel, oder? Verstehe ich nicht, warum da Stöcke sind, aber okay. Wir können mal versuchen, ob wir die mitnehmen können, ob sie die mit über die Kante bringt. Aber ich befürchte wahrscheinlich eher nicht. Nö, sie lässt stur fallen. Ich kann nicht. Alles klar. Amicia, ich fühle mich nicht gut. Was ist denn? Mein Kopf. Das ist der ganze Alkohol. Gib dem Kleinen nicht immer den ganzen Alkohol, den du findest. Hugo, denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Ja, so wie ja. Na los, wir suchen noch mehr von ihnen. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Wir sind draußen. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Gut, ja, weiter mit euch. Warum auch immer da Stöcke sind. Die Stöcke irritieren mich ohne Ende. Warum sind da Stöcke? Was könnte ich mit denen wollen? Da liegt halt wirklich nichts, was irgendwie auch nur ein bisschen glitzert, oder? Naja. Egal. Weiter geht's. Nächster Abschnitt. Oh, es ist schon wieder dramatische Musik. Und da hinten sind drei Soldaten, sehe ich das richtig? Einer mit Helm, zwei mit ohne. Oh, und da oben sind nochmal zwei. Ach, Herr Jemine, ihr werdet langsam viele. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Ihr seid müde. Als was? Wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Ja. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt! Gayenne gehört uns! Gayenne? Ist das die Gegend, in der wir sind? Kommt ihr nochmal oder kann ich mich da jetzt vorbeischleichen? Was machen wir? Hallo, Kollege, du so?
Alles klar bei dir? Wir könnten da hinten einen Stein hinwerfen. Sehe ich das richtig? Und dann kein Ignifer. So. Dann würdest du uns aus dem Weg gehen. Geräusch, oder? Ich denke schon. Störenfriede, schnapp sie! Halt deinen Mund. Wow, lauf, Amicia, lauf! Sind die schneller als wir? Ah, da geht's aber nicht weiter, wa? Amicia, ich bin so... Verflucht. Okay, alles klar, wir waren ein bisschen zu schnell dran. Das schreit nach einem Schluck. Mhm. So, bis dahin lief das ja ganz gut, glaube ich. Also machen wir es einfach nochmal so, hätte ich gesagt. Wir schleichen uns hier lang, warten, bis die beiden Lumpen weggehen. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Und sobald die beiden Lumpen weggehen, huschen wir nach da oben und Nur Mut, Leute! Lasst uns diesmal nicht sehen. Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Kingdom far, far away. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Was war das für ein Geräusch, hä? Oh, jetzt aber. Dann geht's. Ausgezeichnet. So, wo wollen wir jetzt lang? Na, Krimskrams? Nö, kein Krimskrams. Dann lieber schnell aus der Sichtlinie raus. Bevor der noch auf die Idee kommt, uns nachzulaufen. Amicia, ich bin so müde. Ja, ich würde auch am liebsten jetzt schlafen. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na, endlich. Am Ende von was? Okay. Ja, hier ist nicht so... Oh. Seid ihr allein? Achtung! Sag schon, Drecksack! Drecksack! Schwester, Bastard! Jetzt lasst uns gehen! Ihr werdet uns auch nie wiedersehen! Versprochen. Ah, das sind... Sicher nicht. Die beiden Diebe von vorher. Wo ich herkomme, werden Plünderer auf der Stelle hingerichtet. Was hingerichtet? Hey, und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Ist uns gerade verpetzt? Hey! Jetzt! Hoi! Die machen das cleverer. Lass uns ab. Die schlagen zurück, bevor sie geschlagen werden. Folgen wir ihnen. Okay. Da, da, sie fliehen. So machen wir es. Ach, Hugo. Heb die Füße beim Laufen. Lauf! Amicia! So, Steinschleuder in die Hand. Oi. Upsala. Und diesmal trinken wir sowas. Wir sind ja nicht wirklich tot. Übrigens Wodka, kein Wasser. So. Hey, Kleine. Guten Morgen. Aufwachen. Rise and shine. Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Lady de Rune. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul. Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Kann nichts von meinem Gesicht, okay? Ein bisschen beschädigt. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. So unfreundlich. Räudiger Köter. Absolut. Den merken wir uns, wenn wir den nachher wieder sehen, dann bam, Stein ins Gesicht. Das sollte allgemein die Lösung für alles sein, finde ich. Nur arbeiten jemand unverschämt, Stein ins Gesicht. Jemand verlangt einen zu hohen Preis beim Einkaufen, Stein ins Gesicht. So was Kraxeliges. Und wir jetzt? Jetzt müssen wir sausneaky sein, ha? Huh? Aber wir haben ja schicke neue Klamotten, die ultra sneaky sind. Das ist alles eure Schuld. Wo also kein Problem. Nein, sei leise. Also wir werden zu gierig. Keine Schleuder. Die brauchst du nicht. Doch. Finde Hugo. Komm mit.
Er ist schon ein bisschen unheimlich so. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Der leckt also Wachen ab? Ist ja offen. Ekelhaft. Achso, jetzt können wir die Augen offen halten. Ist das die Taste? Die Flaschen da. Nein, dann versperrt er uns den Weg. Was haben wir sonst noch? Den Wagen und die da. Fragen wir da nochmal. Achso. Was ist mit den Krügen? Nein, die stehen nicht gut. Natürlich nicht. Dann halt das da. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Wir hatten drei Möglichkeiten und wir haben uns effektiv für genau die beiden falsch entschieden. Er ist also dein Bruder. Geräusch. Oh, hier nach. Lauf, Amicia, lauf. Wissen wir, wie viele Tote es auf unserer Seite gab? Und rein in den Rasen. Sicher Tausende. Millionen. Aber wegen der Ratten kann man nur schätzen. Öko ist allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst Stoff das nicht. Und Schnaps. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Oh, was haben wir da noch Schönes? Lederlappen. Noch mehr und Schnur. Ein tolles Lager. Das gefällt mir in erster Linie schon mal ziemlich gut bis dahin. So. Wo zum Teufel kommen diese verfluchten Biester her? Oh, da drüben ist einer. Oder was? Nein. Aber da ist Schnaps. Wenn wir Hugo nachher wieder finden, der will bestimmt wieder seine Dosis. Achso, wir dürfen uns wieder zweimal falsch entscheiden. Wo will sie denn überhaupt hin? Da lang wahrscheinlich, oder? Das ist wahrscheinlich wieder zu nah dran. Das ist wahrscheinlich falsche Richtung. Vielleicht das hier. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich Zeig doch. Ist gezeichnet. Gut gemacht, Arthur. Dann los. Bester Arthur. Oh, der schlüffelt. Flaschen auf. Sie meinen gar nicht die Soldaten, hä? Oh nein, Alkohol ist voll. Oh, und ich kann nichts herstellen, wirklich. Ärgerlich. Das heißt, sie haben mir die Steinschleuder weggenommen, aber nicht die 10 Liter Alkohol, die ich in der Tasche habe. Und auch nicht den Salpeter und das ganze Zeug. Oh, was bist du? Werkzeug wäre ja mal cool. Schwefel auch voll. Ist ein bisschen doof, dass ich hier nichts herstellen kann. Das gefällt mir nicht. Was ist da oben? Gar nichts. Oh, aber Sichtlinie vielleicht. Bisschen aufpassen. Da lang. Wo ist sie denn jetzt hingehuscht? Hä? Check ihn nicht. Oh oh. Mal sehen. Oh oh. Oh oh. Hä, hey, wie hast du mich denn jetzt gesehen? Oh nein! Hä? Ach, da drin hat sie sich versteckt und er ist jetzt da reingerannt und hat sie gesehen statt mich. Das ist ja clever. Alles klar. Na gut. Das tut mir leid, der geht auf mich. Ich sollte dir vielleicht ab und zu zuschauen. Ach, da ist sie ja. Sie tat sich halt aber auch so gut. Warterei zwischen den Schlachten. Schnaps ist voll, geht nicht. Sie schießen auf einen, Toten. Machen sie ja. Irre. So was Gemeines. Krieg. This is how this goes. Hast du gestern und wenn der jetzt rüber geht, dann gehen wir. Ja, aber das war keine große Sache. Oder? Los. Einfach blind drauf los. Wollen unbedingt als Märtyrer sterben. Hey, Märtyrer? Funkelnder Rüstung. Man muss nur einen Schwachpunkt finden und zack. Nichts leichter als das. Schwerterchen. Du guckst auch in die andere Richtung, ja? Okay, sehr gut. Weiter geht's. Was ist das? Oh. Vorsicht! Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Wie hat der mich denn jetzt gesehen? Von da hinten aus. So gute Augen. Endlich wieder zu England. So gute Augen. Dann sieh dich draußen mal um. Guyenne gehört jetzt den verfluchten Ratten. Du brauchst doch nur eine Fackel, um sie zu vertreiben. Ganz einfach. Wo will sie hin? Sie wird wahrscheinlich da lang wollen, oder? Aus dem Boden, die kleine Teufel. Also wird wahrscheinlich... Du denkst dir das doch bloß aus. Das Feuer nicht schlecht sein, oder? Sehe ich das falsch? Da, der Topf. Ja, gut gesehen. Wunderbar. Ist ja gut. Halt die Klappe. Quack, quack, quack. Jetzt nach links. Sei vorsichtig. Ja, nach links. Du kennst die Befehle. Sagte sie und huschte erstmal nach rechts und dann nach links. Nicht runterfallen, sonst sind wir matsch.
Alles in Ordnung hier. Ja. So, Schnur für uns. Kinder von Valois. Der Sohn und Salpeter für uns. Leinen für uns. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber ihr steht da doof, Freunde. Ihr steht da sehr, sehr doof. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Ach so. Ach so, ich hätte ihn vielleicht zuhören sollen, wa? Ich habe gar nicht zugehört. Ups, in so einem Flow hier rauszukommen. Mal sehen. Das und das. Gar nicht mal übel. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. Hör auf zu jammern, das solltest du auch tun. Da ist eine Truhe. Ich suche noch was raus. Was ist mit der Truhe? Ja. Hab ich gesehen. Pulver, wahrscheinlich für Alchemie. Nutze. Nehme ich. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Ja, oder? Ja klar, tu das. Wärst du so freundlich. Aber wahrscheinlich ist da einfach nur wieder Schwefel und Salpeter drin und von beiden sind wir wahrscheinlich komplett voll. Hier, viel Spaß damit. Gut gemacht. Herzlichen Dank. Und wir haben... Ich komme schon. Schwefel und Salpeter. Oh, wir hatten noch Platz für einen Schwefel. Alles klar, dankeschön. Und weiter geht's. Leise. Melli, ganz leise. Nicht da lang, da sind zu viele von ihnen. Nee, es geht. Wo sind sie denn überhaupt? Ach, die schlafen da. Ah, hier wieder der Schnaps, den ich nicht aufnehmen kann. Und auf die Flaschen wieder aufpassen, oder? Wir laufen ihr einfach nach. Sie wird schon wissen, was sie macht, oder? Bald haben wir weder Brot noch Wein. Oje, oje. Ihr habt das halt auch nicht so fein, wa? Den Stoff nehmen wir mit, oder? Immer klar. Dasselbe, wenn wir eine Schlacht gewonnen haben. Und los. Die Hälfte der Du bist verrückt. Verrückt. Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Du bist ja verrückt, sagt sie. Total blem. Sie schleicht halt auch erheblich schneller als wir, wa? Da haben wir auch wieder voll. Sieht ganz so aus. Schnell. Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist sie? Deine Schwester. Die behalten wir für uns, oder Jungs? Diese Dreckskerle, miese Dreckskerle. Nein, ruhige dich. Freu dich einfach, dass du noch lebst. Hey, die meisten hier gehen vor die Kleine. Runter. Die Kleine. Was mit der Kleinen? Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Rede Kleine mit ist uns. Willkommen. Ihr Käfig steht offen. Alle suchen nach ihr. Hm. Scheiße. Verteilt euch. Achtet auf die Türen und bleibt wachsam. Oh, oh. So ein Käfig öffnet sie nicht von allein. Da stecken in der Tat. Die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Soll ich jetzt einfach darüber gehen, oder was? Ist das dein Ernst? Oh, da hinten leuchtet's. Wollen wir da mal schauen? Wir gehen Hugo gleich holen. Die Zelte. Durchsuch die Zelte. Da ist Stoff. Und da ist Werkzeug. Jawoll. Werkzeug ist ausgezeichnet. Das sind, glaube ich, nur Steine. Da wir aktuell keine Schleuder haben, ist das, glaube ich, nicht so rasant wichtig. Hallo? Hugo, ich bin hier. Amicia. Da ist die Werkbank. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Truhe da gesteckt. Gut. Ah, diese Truhe. Wunderbar. Ja, damit... Ein Einsatz, Melli. Genau, du knackst, ich loote. Ah, ich kann nicht, super. Das ist ja super. Herzlichsten Dank. Endlich. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. So, Hugo. Jetzt machen wir erstmal neues, cooles Zeug, hätte ich gesagt. Größere Taschen für neues, viel mehr Krempel zum Rumtragen, hätte ich gesagt. Wir haben nur ein Werkzeug, dummerweise. Aber wir können auch kein Werkzeug herstellen. Ich sollte befreien können. Ja, chill mal. Okay. Erstmal Tasche. Tasche ist gut. Hm, dann passt wieder mehr Kram gar rein. Nicht schlecht. Und der Rest läuft eh noch nicht so. Also, neues Werkzeug finden. Gab's da noch Kram? Hallo? Kein Kram. Ich dachte, ich hätte noch irgendwas liegen lassen müssen, aber in dem Fall wohl nicht.
So, dann schleudern wir dem Hugo eine. Zum Glück sind sie beschäftigt. So ein Glück. Einmal Knackung bitte. Dankeschön. Hier, lass dir das schmecken. Was gibt's für eine Pizza? Wie stehst du zu Pizza Hawaii? Sie sagt, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Ach so. Ja, tun wir. Amicia! Oh. Na, ich habe gerade Mittag gegessen. Ich bin noch nicht so in Snacklaune. Wie du siehst, stimmt das nicht. Außerdem, wenn ich beim Zocken snacke, dann habe ich meistens Krümelfingerchen. Und weil ich eine funkelnagelneue Tastatur habe, sie ist hier, um lieber uns nicht zu helfen. Sie ist die Diebe. Und Diablo mag ich auch. Es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja. Wir müssen den kurz zuhören, Entschuldigung. Ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja. Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Wir gehen jetzt erstmal darüber und holen das, was wir liegen lassen mussten, hätte ich gesagt, oder? Und dann holen wir uns... Wo waren Steine? Da drüben. Ich mochte früher von Wagner, war die, glaube ich, ohne hier Marken zu nennen, die Schinken-Diaola, die mochte ich voll gern, die fand ich super geil. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ich hatte die aber schon eine ganze Weile nicht mehr, von daher Vergangenheitsform. So, wir haben die Steine, wir haben die Steine. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Was ist das? Du hast nicht das Geringste gesehen. Nichts? Na gut. Das sind nicht die Droiden, die ich ihr sucht. So. Geh du mal weiter, genau, so ist brav. Oder gehst du in meine Richtung? Das wäre super ärgerlich. Nee, so ist brav. Soldaten, Bericht! Noch immer nicht. Wir mucksen den da ab, hätte ich gesagt, und gehen da drüben ins Gras. Bist du dir sicher? Absolut, ich bin's leid wegzulaufen. Drüben geht doch was vor sich. Ach Gott, dass sie auch immer. Immer wenn ich gerade fertig bin mit Zielen, dann. Nö. Ach, verflucht. Ich habe immer wenn sie geworfen hat, habe ich noch einmal auf die Maustaste gedrückt, weil ich gedacht habe, ich bin gerade am Zielen. Und sie hat das zum Anlass genommen, einfach dann nochmal einen Stein zu werfen und wieder in ihren blöden Modus zu gehen. Ah, blöde Amicia ist blöd. Okay, nochmal ein Versuch. Wir holen uns die Steinchen hier und wir murksen den da drüben ab, ohne dass der eine Heini das sieht. Wo ist der zweite? Oh, der steht da drüben. Bist du dir sicher? Absolut, ich bin's leid wegzulaufen. Aber der hat sie so nicht gesehen, das ist gut. Und der liegt im Gras, sodass er ihn auch nicht sieht. Jetzt sieht er uns wieder. Blöder Lump, blöder. Wollen wir doch nichts. So. Genau, schau, dass du Land gewinnst. Soldaten, Bericht! Noch immer nicht. Sicher, dass sie das Lager ab ins Gras. Ausschwärmen. Teilt euch auf. Achtet auf die Zelte. Die Steinchen sind schon voll. Der panierte Hund ist der nächste, der fehlt. Dann los. So. Weggemacht. Das ganze Lager plätten, oder? Oder hinten halt die Truhe. Hätte ich schon irgendwie Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich seh nichts. Na los. Wo haben wir denn noch überall Gegners? Oder drüben ist ein Bogenschütze. Wollen wir den vielleicht zuerst mal wegmachen? Geht das von hier aus? Nö. Natürlich nicht. Und da wird er uns sehen, oder? Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. Genug auf Lager. Oh, der hat das gesehen. Keine Spur von ihr. Vielleicht ist sie noch bei den Käfigen. Aber nur der, oder? Das heißt, wenn der jetzt da drüben schauen geht, hey, du, kriegt er den nächsten Pfeil. Pfeil. Lass uns in Frieden. Stein. Das war unglaublich. Ja, danke. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? So machen wir es. Eigentlich will ich nur deren Truhe haben. Wenn die im Weg stehen, stehen sie halt im Weg, aber... Kann ich ja auch nichts dafür dann, oder? Das ist quasi Notwehr, wenn man so will. Neue Steinchen, ist gut. Kriegst du das hin, Melly? Knackung bitte. Hey, was so? Oh. Halt den Mund. Na los! Sie kann doch nicht einfach weg sein! Der hat ja um Hilfe gerufen, ich hoffe nicht.
Sowas. Wieso soll ich denn aufhören zu looten? Hier ist so viel Loot und ich habe so viel Platz in meinen schicken neuen Taschen. Das muss man ausnutzen. Na gut. Vielleicht ist sie noch bei den Käfigen. Bei den Käfigen? Weiß man nicht. So, Freunde der Nacht. Da ist doch nochmal so ein Lump, oder? Irgendwo spaziert da doch noch einer rum. Da ist er. Weggemacht. Oh, der hat mich gesehen. Nee, lass den Fall mal stecken. Danke, Kollege. Meine Güte. Der ist der Einzige, der besser schießt als ich. Das wollen wir nicht. Was ist hier noch so? Oh, Kriegserklärung. Ein Schatz? Hat sich schon rentiert zu gucken. Wenn ich etwas haben will, dann nehme ich es mir einfach. Ja, aber du bist eine Diebin. Er ist ein König. Wo ist da der Unterschied? Oh. Hast du gehört? Sie ist eine Diebin. Wir sind nur Plünderer. Das ist ein großer Unterschied. Wir nehmen es nur von den Toten, die wir vorher tot gemacht haben. Gut, zugegeben. Aber es geht hier ums Prinzip. Die brauchen das Leder nicht mehr. Und den Schwefel und den Salpeter. Nichts davon. Alles für uns. Die Steine. Ja, das passt schon so. Oh, aber das sieht doch nach Werkstatt aus, oder? Vielleicht liegt da irgendwo noch Werkzeug rum. Werkzeug wäre tatsächlich noch wirklich was Cooles. Nö. Kein Werkzeug. So, jetzt stehen wir vor der zuhenden Tür. Alle sind Moose. Hoi. Hey, Friends. Oh, 2-3. Hey, Leute. Und der hat einen Helm an. Das ist gar nicht so cool. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Also diese bitte. Diese Plantagenets sind nutzlos. Land wer? Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Oh. Okay. Amicia, rennen. Wohin rennen wir denn? Was zum Teufel habt ihr getan? Gar nichts. Wir haben nichts getan. Sie wollen Hugo. Ach, verflucht. Also das mit dem Zielen, ich weiß nicht, ich lasse glaube ich immer die rechte Maus, das ist so schnell los, habe ich so das Gefühl. Da ist immer, sie zielt immer, gelber Punkt und dann peng. Ja, kennen wir schon. Eh halten. Und wo wollen wir jetzt genau hin? Schon da lang, oder? Ach rechts, das ist die Kollegin von uns. Wir müssen gar nicht weglaufen vor dir. Wir können das ganz locker von hier aus machen. Ja, okay. In dem Fall brauchen wir gar nicht so stressen. Weiterlaufen, Hugo. Folge Melly. Folgen wir der Melly. Gib uns Hugo. Herr Schlender-Schorsch, kommt uns einfach nicht nach, weil du keine Lust zu rennen, sagt er. Sie kommen hoch. Wo lang? Alles klar. Weiter. Los geht's. Was ist das? Was habe ich da gerade gesehen? Nix. Bleib bitte da unten, wenn es geht. Danke. Die Luke da. Das könnte unser Weg nach draußen sein. Ab durch die Luke. Hier liegen halt 1000 Steine rum. Wahrscheinlich müssen wir jetzt das Gebiet hier verteidigen, oder? Liegt hier was anderes als Steine noch? Was Nützliches? Nö. Sie haben die Tür geöffnet, sie sind hier! Ja. Ich kümmere mich um sie. Hängt auf, könnt ihr euch nirgendwo verstecken! Haltet den Mund! Lasst uns in Frieden! Oh, das war's schon. Komm schnell! Ich dachte, ich bin zu langsam, aber es hat wohl gereicht. Ist ja eklig. Du hast da was im Auge, Kollege. Voll Gas. Also Nerven aufreiben, das wirklich. Uiuiui.
Oh, Errungenschaft. Kapitel 6. Das war's dann schon wieder mit Kapitel 6. Wie lange sind wir denn eigentlich schon dran? Ein Stündchen 20. Sollen wir das Kapitel noch machen? Was sagt ihr? Machen wir eine Abstimmung draus. Wir sind 5 Leute. Hallo an die anderen. Wenn ich noch ein Kapitel machen soll, sag Bescheid. Und sonst machen wir an der Stelle wieder einen kleinen Break. Das lasse ich jetzt euch. Wie viel Zeit habt ihr denn noch? Weißt du, wo wir hin müssen? Und wie viel Lust erstmal auf Amicia? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Jawohl. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Also gut, es gab ein Jo und keine Gegenstimmen. In dem Fall machen wir tatsächlich weiter, wie gesagt. Loot gibt's keinen. Sag mal, na gut. Warum zum Teufel ist die Inquisition? Oh, wir können aber Sachen herstellen, oder? Was ist so besonders an dem kleinen Kerl? Das ist kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt Nein, er zurecht? Nein, lohnt sich nur das hier. Wir haben 14 Schnaps. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Machen wir das. Hey, verliebt dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Hab dich jetzt so nicht vor. Was? Entschuldigung. Nein. Wo sie wohl schon, ha? So wie sie es angehört hat. Na gut. Wir werden jetzt schon nicht hier irgendwelche Schätze im Wald versteckt haben, oder? Ich will hier nicht alles absuchen müssen. Nein, nein. Wir gehen da lang. Eine Mühle! Ja, wir nutzen sie zur Überquerung. Wow. Eine normale Mühle. Wir gehen lieber nicht zum Steg. Beim letzten Mal in der Luft blasen. Ist er immer so? Er hat noch nicht viel von der Welt gesehen. Das ist nicht der beste Moment, um damit anzufangen. Point. Er ist da in der Mühle gewesen. Hey, langsam! Verschlossen. Da ist sonst gar nichts. Ich mach das. Das dachte ich mir. Dann schauen wir uns da weit um. Offen. Gut. Wir sind einfach zu schnell. Oh, das ist ja riesig. Damit malt man den Weizen. Haben wir vorher noch Werkzeug gefunden eigentlich? Nö, glaube ich. Eigentlich nicht mehr. Es wird wirklich Zeit, dass sie diesen Skill bekommen, dass wir kein Werkzeug mehr brauchen. Ist zu stark. Wie kommen wir auf die andere Seite? Indem wir es anhalten. Und wie sollen wir es anhalten? Amicia, wir finden eine Lösung. Also das heißt, wir schicken jemanden dahin zum Anhalten, oder? Geh weiter, Hugo. Ja. Das Rad wird langsamer. Ein bisschen ist gezeichnet. Dann schicken wir die Trulla darüber. Melly, übernimmst du? Melanie. Melanie, bitte. Achso, da muss ich darüber huschen und sie macht das hier. Es funktioniert! Kriegst du das hin, Melly? Aha. Jetzt werden wir rausfinden, ob es hält. Tja, sieht nicht so aus, als würde ich heute baden gehen. Okay, und jetzt, wenn das zu ist, dann können wir ihm sagen... Warte. Dass er dahin gehen soll, oder? Gut. Jetzt loslassen. Die Zugbrücke ein Traum. Wäre unten, Prinzessin. So, und jetzt kann Wir ich loslassen. Ins Wasser zu fallen. Wie lasse ich los? Ah, Rechtsklick. Und dann rüber mit uns. Und da schlendert sie wieder. Alle Zeit der Welt. Siehst du, ein Kinderspiel. Wir haben die Mühle besiegt. Wenn es die Inquisition bis hierher schafft, müssen sie hier erstmal vorbei. Ja, das schaffen die sicher nicht. Das ist ein viel zu ausgeklügelter Mechanismus für die Inquisition, um das zu lösen. Okay, wir haben ein neues Werkzeug gefunden. Wir haben Krimskrams. Wir könnten den Beutel machen für noch weniger Zeit zum Spannen. Mehr Munition brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Das machen wir wieder, wenn es übrig bleibt. Also würde ich sagen, wir kümmern uns um schnelleres Zielen.
Das sollte mir die Sache erleichtern. Perfekt. Ach so. Was bist du denn? Warum bist du weiß und dann das restliche Zeug ist gelb? Oh. Man weiß es nicht. Ach so, weil ich das eine schon mal angeschaut hatte. Die anderen Sachen müsste ich jetzt erstmal noch anklicken. Ich verstehe. Wir sind mal wieder voll. Schade. Da hinten geht's nicht weiter. Dann können wir da lang. Hopp. Wir können hier durch. Na los. Versuchst du mich zu beeindrucken? Nein. Mit meiner immensen körperlichen Kraft. Und es riecht nach Erde. Ich kann Bretter durchtreten. Das Aquädukt. Ist Lukas hier? Aquädukt. Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht dem Erdboden gleichgemacht. Die Gegend hier soll verflucht sein. Amicia? Ach so. Sie macht nur Spaß, Hugo. Ja, natürlich. Seit wann hört man von mir die Wahrheit, hä? Selten, ja. Hast recht. Bist du eine Diebin? Nimm dir mal ein Beispiel an uns Plünderern. Wir haben also Leute gelebt? Ja, aber sie sind fort. Wohin die haben Kram zurückgelassen. Woanders hin? So wie... Oh. Ein Blümlein. Schau mal, guck. Kennst du die vielleicht? Überall weißt findet man diesen Herbarium. Niemand mag ihn wegen der Dornen. Aber er ist gut fürs Herz. Du bist ja ein wandelndes Lexikon. Das weiß ich von Mama. Und jetzt bringst du es mir bei. Zeigst du mir dann, wie man die Schleuder benutzt? Abgemacht. Irgendwann. Wir werden sehen. So, Herbarium ist glücklich. Also gehen wir weiter. Da hat's noch geglitzert. Einmal Schnur. Ich glaube, hier gibt es schon Kram zu finden. Ich mag das, glaube ich, schon machen. Was treibt ihr denn? Nur ein Abstecher. Wen habt ihr abgestochen? Hey, schon ein schönes Dorf, ha? Also, wenn es nicht kaputt wäre, meine ich, aber... Irgendwie... idyllisch, quasi. Ach, von hier kamen wir, ja, stimmt. Wir könnten ja auch rennen, jetzt wo uns keiner verfolgt. Da waren wir auch schon drin. Nein, waren wir nicht. Eine Truhe. Schau mal, na guck. Nicht mal abgesperrt. Nur für uns. Leder und Schnaps. Leder und Schnaps. Was haben die... Ah, wir gehen. Tschüss. Frag nicht, Hugo. Amicia. Ach, Freunde. Du schon wieder. Oh. Was ist du musst es ja auch nicht immer gleich trinken, nur weil ich es aufsammle. Was ist los mit dir? Was, Hugo? Nur weil du nichts aushältst. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine, sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas oh, wer hat das schon mal gemacht? Ist das schon eher eklig? Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp! Tut mir leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Alles Lukas cool. Versucht, die Entwicklung zu bremsen. Wir sind auch lässig. Deshalb wollen wir zum Chateau. Dieser Lukas. So eine Bremse. Ich hab solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir das sind nennt da. Man jetzt Gehirn. Das ist ganz normal. Endlich. Deins ist ein bisschen kleiner als das von anderen, aber ansonsten alles ganz völlig in Ordnung. Hugo, bitte geh wieder runter. So. Oh, hier ist aber schön, ha? Sauber eingerichtet. Ist das dein Haus? Was sagst du, Zuschauer, jetzt aber, ha? Steck kleiner. Das wird hier noch ein richtiger Stream. Nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an. Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Dieser Dieterich. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Adelig. Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch. Sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn Hui. Da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Dieser Lukas, so ein Schwindler. Auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Aber wir haben jede Menge Steine. Wenn du magst, kannst du da welche haben.
Luffy. Immer mit der Ruhe. So, siehst du was? Nein, nicht. Oh, das war das. Aber jetzt nur noch Wasser. Hey, Jungs! Hier rüber! Ich brauche Hilfe! Hilfe, Hilfe! Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Wohin genau? Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Oh. So ein schöner Fluchtweg. Mist! Runter! Er trägt einen Helm. Bin ja vor sie unten. Devorantes. Was? Devorantes. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Wie, du kennst dich damit aus? Vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig. Die Vorhandis. Gut. Machen wir. Los, Ziel auf den Helm. 14, 6, 9. Ja, kommen wir gleich nochmal eins. So, Zielung. Peng. Schleuder ihm einen Stein an den Kopf. Los! Wollen wir erstmal Steine finden. So. Ich glaube, das merke ich mir per Zahlenkürzel. Stein ist die 1. Das probieren wir nachher schneller zu machen. Stein hier nehmen wir gleich wieder mit. Gut. Jetzt geht uns der Alkohol aus. Vorher haben wir so viel liegen lassen. Jetzt finden wir hier keinen mehr. So was Doofes. Aber Leder. Und rein ins Gebüsch. Scheiße, da drüben. Da ist Alkohol. Einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Ich erwische. Weißt du, wo die Schlagsteine sind? In einer der Kisten. Aber da herrscht höllisches Durcheinander. Wir wollen, glaube ich, zuerst den einen wegmachen ohne Helm, oder? Das ist, glaube ich, cleverer. Jo. Und dann einmal mit der 3. Guck bitte nach oben, weil ich habe echt Angst, dass ich in die Schulter treffe. Genau. Dann haben wir da 1. Was war denn das? So. Kurz und schmerzlos. Weggemacht. Wenn zwei von denen unterwegs sind, sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen zurück. Die schaffen wir alle. Ich weiß. Wo ist das Akadukt? Hier, klar. Folgt mir. Nee, wir gehen erstmal looten. Da hinten glänzt. Chill du mal. So, hallo. Oh. Okay, das war keine reiche Beute. Aber besser als nix. Was hast du noch Schönes fallen lassen? Nur den Stein. Na super. Oh nein, ich wusste es. Nur die Ruhe. Aber hier sind überall Spuren. Hier wimmelt es von Wildschweinen. Seht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Hör zu. Okay. Amicia, du hast zu wissen. Du gehst zuerst. Hugo, halt die Augen offen und sei leise. Ist gut. Verstanden. Und tötet die anderen. Sofort. Sie suchen immer noch nach mir. Wir werden sowas von das Gebiet klären, weil da hinten ist hundertprozentig Krempel. Ich hoffe nur, wir schaffen das vernünftig. Hier sind keine Ratten. Das heißt, wir sollten mit dem da hinten nicht drauf einfallen, seine Laterne auszuschießen. Was willst denn du jetzt hier? Ja, so ist brav, genau. Ach, bitte. Ah, ich hasse es doch. Wie viel haben wir noch davon? Genug. So. Runter mit dem Helm. Wo kam das her? So. Das ohne, dass der was mitbekommen hat. Ich bin begeistert. Jetzt läuft da hinten noch der Laternenschorsch rum. Dem hier müssen wir nochmal sowas ins Gesicht klatschen. Aber eigentlich müssen wir auch nicht jeden wegmachen, oder? Wir können es mal versuchen, den am Leben zu lassen. Und den da hinten können wir mit einem ganz normalen Stein ausschalten.
Schwupps und weg. Ist gut. Haben wir hier Krimskrams für uns? Nö, scheinbar nicht. Aber der Weg ist nicht der allerdümmste, glaube ich. Wir haben hier eigentlich relativ freie Bahn. Da patrouilliert der Typi. Oh, was haben wir hier? Eine Truhe. Die hätte ich natürlich gern. In dem Fall, Kollege, gehörst du doch der Katz, muss ich dir sagen. Oder schaffen wir das rechtzeitig, ohne dass du uns siehst? Das ist gar keine Truhe, das ist nur... Ah, perfekt. Tipptopp. Dann können wir jetzt hier wieder in Sicherheit. Dann warten wir, bis der weg ist. Dann können wir den ablenken per Stein. Und dann vielleicht da hinten abmurksen, weil ich glaube, dass der das dann nicht sieht. Kann das sein? Wir schauen mal. Ja, ich denke, in 10 Minuten bin ich schon noch da. Freut mich, dass du Spaß hast. Das finde ich sehr, sehr cool. So, hier schmeißen wir ein Steinchen, kein anderes Zeug hin. Was war das für ein Geräusch? Oh, jetzt haben wir ein bisschen zu lange gewartet, glaube ich. Ja, der wird uns sehen, wenn wir jetzt hier eine Schleuder benutzen, oder? Moment! Aha, wir waren zu schnell. Viel zu schnell. Vergiss es! So, siehst du den Kollegen jetzt? Wenn du den siehst, dann gehörst du leider der Vergangenheit an. Wenn du den nicht siehst, dann hast du Glück gehabt. Eigentlich will ich von dir gar nichts. Brav. Sehr, sehr brav. Wir huschen darüber. Wir haben hier einen ohne Helm und einen mit, oder? Das war das Falsche. Das hat zu langsam, jetzt müssen wir warten. Jetzt müssen wir leider warten. Und den können wir eigentlich auch ignorieren, glaube ich, oder? Oh, was liegt denn hier Schönes? Steinchen. Na, falsch rum. Wo kam dieses Geräusch her? Von dort? Nur der Wind. Nur der Wind. Du hast nicht das Geringste gesehen. Würdest du dich verzupfen? Husch die Waldfee. Los, Bart. Ich sollte mich beruhigen. Genau. Komm mal klar hier. Hast du da hinten irgendwas, wo du suchst? Ich glaube, da glitzert nicht wirklich was. Ich glaube, er ist einfach nur am Schulbinden oder so. Das würde ja heißen, wir könnten... Hier hinten rum. Ist ja auch ganz schön frisch heute. Wer redet da? Nur er, oder? Er wird uns schon auch nicht sehen jetzt. Nö. Da sind wir optimistisch. Mit zwei sollten wir theoretisch fertig werden, falls uns da jetzt einer sieht. So viel Krempel. Ich glaube, wir haben für die beiden Geschosse für die Helme jetzt, glaube ich, mehr verbraucht, als wir hier gewonnen haben, leider. Aber es hätte halt auch Werkzeug da sein können. Von daher hätte ich das, glaube ich, auch nicht anders machen wollen. So, was haben wir jetzt hier für Kollegen? Die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen. Du hast auch Krempel hinter dir liegen. Hab ich noch nie erlebt. Wir klingeln jetzt doch die Ohren. Aber wir haben den Halunken erwischt. Ein du siehst Junger, mich nicht, oder? Der den Deruns geholfen hat. Er sitzt in der Bastion und wird verhört. Da kann er sich glücklich cool schätzen. Wüsste er nichts über den Jungen, hätte man ihn sofort zu Frischfleisch verarbeitet. Scheiße, scheiße, scheiße. Millie. Sag doch sowas nicht. Später. Und? Immer noch nichts? Ich glaube, dass er uns sieht, wenn wir jetzt da reinhuschen. Aber ich glaube, er ist zu beschäftigt. Ich glaube, er dürfte uns nicht sehen. Also lenken wir ihn jetzt per Stein ab. Oh, da hinten liegt halt auch noch Campbell. Das will ich noch haben, bitte. Hast du einen Helm an? Du hast einen Helm an, gell? Oh, so was Uncooles.
Da liegt ein Topf, das ist gut. Wenn wir nicht den Ärger im Lager der Engländer gehabt hätten, hätten wir sie längst gesperrt. Nikolas wird außer sich sein. Dafür wird jemand büßen müssen. Und Vitalis? Man könnte meinen, der Hauptmann der Wache ist bedrohlich, aber der Alte... Wenn der enttäuscht ist, verbrennt er Leute bei lebendigem Leib, nur um sich abzulenken. Du Knirps, musst ja was ganz Besonderes sein, wenn sie so ein Theater um dich veranstalten. Total special ist der Kleine, total. Ist er auch. Ja, wir könnten jetzt da hinten das Feuerchen anmachen oder wir könnten einfach einen Topf werfen. Was meint ihr? Das ist, glaube ich, sinnvoll, in den Topf zu werfen. Und das ist nur das Ablenkmanöver, okay. Das würde heißen... Wir... Ja, ich will den Topf eigentlich dann gleich wiederholen, wenn ich ehrlich bin, aber... Wir könnten ja von hier aus den Topf werfen, dann sieht er uns mal nicht und dann können wir auf dem Vorweg direkt den Topf mitnehmen. So, Töpfchen war glaube ich 4, oder? Nein, was war Topf? 6, natürlich. Und dann bitte einmal Wurfgeschoss. Ne, den wollen wir nicht, wir wollen den da. Oder ist das der? Das ist der. Das Geräusch! Das kam doch von da drüben! Ja. Ausgezeichnet. So kommen wir da vorbei. Oh, du hast noch Krempel vor dir liegen. Also wollen wir dich wegmachen. Aber du hast einen Helm an. Was hast denn du vor dir liegen? Ah, das wird auch irgend so eine Schlachtenkarte sein. Na gut. Die hätte ich, glaube ich, schon gern. Was auch immer uns das bringt, aber ich glaube, von hier aus dürft ihr uns der, glaube ich, nicht sehen, oder? Das heißt, mit ein bisschen Glück können wir den abmurksen, bevor der irgendwas mitbekommt. Hat der dann Helm an? Oder hat der keinen Helm an? Das hat nur eine Kapuze, wer könnten wir den als erstes wegmachen? Ist das nur eine Kapuze oder ist das ein Helm? Ich glaube, das ist ein Helm. Ja, das ist ein Helm. Menno, alle mit Helm. Wie viel von dem Kram haben wir denn überhaupt? 10, 16, also bitte. Ja, too easy. Das machen wir sofort. So. Der kriegt jetzt erstmal eine Portion davon ins Gesicht. Du guckst nicht zufällig hierher, nö. Oh. Jetzt verziehen wir uns mal. Hilfe! Ich werde angegriffen! Sag doch sowas nicht. Oh oh. Uiuiui. Hört auf, nach mir zu suchen, bitte. Ja, genau. Ach, ihr sucht auch in dem Bereich noch. Okay, 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 okay. Dich mache ich halt weg, wenn du mir zu nahe kommst. Das zeigt dir, wie es ist. Oh je. Brech die Suche ab. Sie sind über alle Berge. Absolut über alle Berge. Okay. Das ging gut. Das heißt, wir können dir jetzt ganz beruhigt einen Stein in den Kopf werfen, oder? Oder wollen wir zuerst den da wegmachen? Wenn der nicht... Sieht der mich denn, wenn ich jetzt hier wäre? Schaut nicht schlecht aus. Ja, zieh ihn aus. Was war da? So. Perfekt. Dann können wir alle ruhig dich wegmachen. Falsch rum losgelassen, was verflucht. Was ist dir denn passiert? Nix. Perfekt. Wunderbar. Ihr gehört jetzt alle der Katz. Jetzt hole ich mir ein paar Steinchen zurück und dann will ich sehen, was sich jetzt, ob sich's gelohnt hat. Eine Karte von Frankreich. Oh. Was haben die Dreckskerle nur vor? Also hat's nichts gebracht. Egal, Leute, wir haben einen Schatz mehr, also was soll's. Dann haben wir jetzt halt für den Schatz ein bisschen Zeug verschwendet. Wir haben eh relativ gut gefüllte Taschen momentan.
Hier ist sonst auch nichts mehr. Den Kollegen haben wir weggemacht. Da drüben können wir jetzt auch looten. Ich glaube, unterm Strich hat sich das schon gelohnt. So, du wirst mich jetzt wohl nicht sehen hier, oder? Leder nehmen wir mit. Und da wollten wir lang, hat er gesagt, wa? Sie was hat das gesagt. Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. Aha. Wenn wir dich nicht hätten. Ja, eben. Ich bin recht gut versorgt. Das stimmt allerdings. Da! Da nichts wie raus hier. Weiter! Los! Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Aber ich genieße es sehr, dass momentan die Werkzeuge die einschränkenden Crafting-Komponenten sind und nicht irgendwie Salpeter oder so. Das heißt, bisher scheinen wir auf dem absoluten Maximalstand unserer Upgrade-Möglichkeiten zu stehen. Weiter. Oh, was habt ihr mit mir vor? Vorsichtig, da ist Lukas. Können wir den wegmachen? Bald kommt der Karren mit neuen Vorräten. Sie werden dich... Hier bin ich. Was? Was war das? Nix, nix. Hey, Lukas. Ich bin so froh, euch wiederzusehen. Cool. Wir sind auch froh. Schön, dass du da bist. Stoff und Schnaps. Ja, ich war im Käfig. Können wir damit irgendwas machen? Ja, können wir. Dann basteln wir doch da mal zwei. Dann sind wir zu Mellys Haus. Und dann nehmen wir das mit, um nichts zu verschwenden. Sau cool. Weiter geht's. Eigentlich brauche ich nicht mehr schleichen, wa? Hoffe ich. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Hey, Lukas. Könnten wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Du hast Wein und Braten? Du hast recht. Gehen wir. Braten? Das Chateau sollte nicht mehr weit sein. Na dann los. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Wurde überstimmt. Wie es aussieht, habt ihr einigen Ärger gehabt. Sag bloß. Du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Und er so, wir können das doch sicher anders lösen. Und sie erzählt das meinem Bruder. Was ist hier passiert? Ups. Etwa ein Unfall? So ähnlich, wenn ich raten müsste. Die Ratten der Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Wie sollen wir da nur vorbeikommen? Oh, Amicia, ich habe etwas für dich. Natürlich hast ich du das. Ich habe ihn weiterentwickelt. Zu Luminosa. Du wirst das sieht ein bisschen an diesen Harry Potter Zauberspruch. Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Salpeter, burn, burn, Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Gut, dass wir das ganze Leder eingesammelt haben, wa? Aber theoretisch müsste es doch heißen, dass jetzt hier irgendwo Leder rumliegt. Ja, genau. Weil sonst wäre das Spiel gebrickt, wenn ich nicht so viel Leder hätte. Das ist cool. Direkt mal Leder eingesackt. So. Luminosa haben wir gesagt. Stellen wir einmal her. Wirf es auf die Ratten. Wir haben es eh ausgewählt, oder? Achso, das muss ich werfen. Bang, bang. Luminosa. Das brennt in den Augen. Upsi. Das hat sie pulverisiert. Ah, das ist dann quasi wie das, was wir bei den Menschen benutzen können. Können wir Luminosa auch gegen die Ratten benutzen, wenn wir von denen überrannt werden. Werkzeug, ja. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir was herstellen können, bevor wir hier Material verschwenden. Oh nein. Jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo wir nicht genug Krempel haben. Uns fehlt Stoff, uns fehlt Leder. Stoff und Leder. Und Alkohol, wirklich? Ah, oh, sowas Doofes. Das würde nur am Alkohol scheitern. Wir können ja mal schauen, ob wir noch irgendwo Schnaps finden. Aber ich glaube, das schaut eher dürftig aus. Na gut, jetzt habe ich es verschrien. Schade. Aber mei. Ja, genau. Wingardium Luminosa. Und schon fliegen brennende Ratten durch die Gegend. Sehr gut. Wir sind fast da. Na endlich. Jetzt werden wir mehr erfahren. Ich helfe dir. Bisschen blöd schauen würden sie, glaube ich, schon. Gut. Gehen wir das Aquädukt drauf? Aquädukt? Es heißt Aquädukt. Oh! Lass ihn doch. Aquädukt. Aquädukt. Ich glaube nicht, dass Kinder so funktionieren, oder? Ich glaube, in Wahrheit hätte er einfach gesagt, ja, sei doch, Aquädukt. In Ordnung. Hallo, Steinchen.
Wie gesagt, ich habe Kies, also wenn du willst, den kannst du haben. Aber halt, echtes Geld ist knapp gerade. So. Oh, gut gesehen. Danke. Seriously? Komm, klar, geh du vor, warum nicht? So, was haben wir hier Schönes? Was? Nix. Ist das alles? Hier ist nichts. Lukas. Also sei doch nicht so ungeduldig. Sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein. Nee. Nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Smart Alchemist Gold Boy. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Hm. Wie wär's mit? Nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst. Hm. Wer geht zuerst? Kann man auch machen. Gut gemacht. Ich gehe schon vor, so ist es nicht. Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen. Was denn? Was wolltest du sagen? So, sind hier Mausis? Hoffe nicht. Ist aber schön. Ha? Schon hübsch eigentlich. Wow! Ja, sag ich doch. Oh. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, nicht. Das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Ponton. Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn da jetzt Zombies aus dem Wasser kommen, nachdem wir aus der Schale getrunken haben, sind wir wirklich bei Harry Potter. Und dann schalte ich aus. Steinchen. Bang, bang. Gut gemacht. Danke. Ich kann das. Sind mir das fast ein bisschen zu dunkel für meine Lichtverhältnisse hier, muss ich zugeben. Oh, hallo. Da leuchtet's. Ich mag's, wenn es leuchtet. Ach Mensch, davon haben wir viel zu viel. Aber von Alkohol haben wir halt auch viel zu wenig. Das heißt, um das zu sammeln, müssen wir die Ressource, von der wir zu wenig haben, wegnehmen. Das will ich eigentlich nicht machen. Nein, nein. Dann lassen wir das lieber mal liegen. Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. Ja, denn? Kurbel mal einer los hier. Kurbel dir ein. Lukas, schlaf nicht, sondern hilf mit. Ja. Das Wasser ist grün. Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Denen muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen. Wer heult denn bei kaltem Wasser? Was euer ist mit Boot euch? Wartet. Soll ich ja, einsteigen? Ja, steig ein. Hoffentlich können sie schwimmen. Ja, von Adel sein, weiß schon. Gut festhalten. Oh. Los geht's. Wow. Tutto gas. Ich sehe gar keine Fische. Oh, das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Da drüben, das war die Insel, wo Dumbledore gegen die ganzen Zombies gekämpft hat. Ich schwör's. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar. Jetzt redet sie auch noch davon. Stimmt ja gar nicht. Die wissen das, was wir nicht wissen. Wenn wir Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Luftblasen, weißt du noch? Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Am Dinge Steg. Sind. Nur Frösche, Dinge ja, ja. Sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Ja, dem, wie man es nimmt, der Typ mit der Stahlmaske, der kommt nahe ran. Also, gut, hier quasi. Steigen wir aus. Oh, das war viel zu So machen wir es. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Dann könntest du ihn einfach hocken lassen, damit er nochmal mit zurückfährt. Dann hätte er seinen Spaß und du deine Ruhe, aber nein. Ja, ich hol die anderen gleich, aber hier ist Loot. Entschuldigung. Prioritäten. Steine? Jawohl. Na gut. Hey, Friends. Ich habe ihn nicht vergessen. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber ein kleiner? Kann ich bin schon fleißig am Trinken, schau. Ein Wal, der sich nicht quasi schon er ist scheu, halb leer, er sieht man klein das? Ist. Ja. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Hm. Bin jetzt losgelassen, das wollte ich nicht. Hallo? I don't get it. What happened? Halt nochmal.
Oh, jetzt aber reingehüpft. Ihr seid dran! Wir kommen! Richtig. Gut, ihr könnt loslassen. So machen wir es. Ich mag nur was nicht so besonders. Das ist alles. Belly, hör zu. Ich wollte dich nicht anlügen. Der lügt. Schon wieder. Amicia und Hugo sterben vielleicht und Snipe. Ich hatte Angst. Ich vergiss es. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt, abgemacht. Na gut. Worüber habt ihr gesprochen? Erwachsenen-Dinge. Los, gehen wir weiter. Was heißt denn du von Erwachsenen? Na gut, gehen wir weiter. Hier lang. Ach, verschlossen. Doch nicht hier lang. Nicht mehr lange. Lass Wenn mich wir so eine Schlossknackerin hätten. Ist offen. Wuhu. Na bitte, natürlich. Okay, hier schaut es basic aus. Gerade noch hier fehlt. Was ist das für ein Ort? Das... Nein, das kann nicht sein. Das muss ich mir näher ansehen. Du das? Diese Grube... Was ist denn, Luke? Dieses hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas! Und dies da aus der anderen Richtung. Mach mal langsam. Mel, eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Wer hat das gebaut? Vielleicht, irgendwelche Ritter? Ich glaube nicht, dass Ritter mit Stein und Mörtel umgehen können. Aber Handwerker. In den Graben. Zwar eine ganze Menge Wir müssen von auf die andere Seite. Lukas. Gut, kommt mit. Der Bau ist schon lange her. Ach, doch. Aber die Ratten sind erst seit kurzem hier. Du hast recht. Und bei dem Gedanken kriege ich Gänsehaut. Wenn wir jemanden hätten, der das Schloss da knacken könnte, das wäre super. Nein? Na gut, dann halt nicht. Dann gehen wir da halt runter. So, hallo? Aha. Komm, ich hebe dich hoch. Also schön. Oh, ok. So, Glück gehabt, doch kein Schloss knacken. Kam. Als super ehrlich, dass wir das ganze Pulverzeug hier liegen lassen müssen. Aber so ist das nun mal, wenn man volle Taschen hat. Achso, das können wir umschubsen. Oh. Gut, ich kümmere mich um die Tür. Tu das. Naps. Jetzt haben wir 11 hier. Wenn wir die nächste Werkbank finden, können wir wieder basteln. Faulpelze, hat sie gesagt. Sowas Gemeines. Sowas Gemeines. Dabei sind wir so viel am Arbeiten hier. Achso. Wir sollten vielleicht zuerst anzünden, damit alle Ratten in die Grube fallen. Sonst haben wir am Ende noch Ratten übrig. Das wäre doof. Nein, das war falsch. Zwei brauchen wir. Peng. Hallo? Peng, habe ich gesagt. Und ins Loch mit euch. Eins muss man ihn lassen. Die Anlage ist sehr effizient. Wunderschön. Und da die jetzt alle in der Grube sind, können wir problemlos darüber marschieren. Da waren wir schon? Ja. Ich gehe zuerst. Ja. Sehr wohl. Unverzüglich. Schon brav, wenn sie alle auf mich hören. Ich finde es gut. Au, Rock. Und weiter. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Ratten. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs. Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Sie
so eine heimelige Burg. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das. Wie dramatisch die Musik jetzt ist. Die Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Auf dem Weg. Was ist denn das? Da kommen wir bestimmt noch irgendwann hin. Ratten! Ich weiß das nicht. Das geht so nicht. Ich weiß nicht wie. Oh, hast du das gesehen? Ah. Sie haben Angst vor Blitzen. Lass uns versuchen. Ist das euer Ernst? Oh, können wir der aufmachen? Also schön. Das ist gut. Fertig. Looten und leveln. Looten und leveln. Soll das die Wundermedizin sein, von der Sie gesprochen haben? Riecht nicht besonders gut. Wenn es nicht stimmt, Pulvermensch, was Ärgerliches. Da hast du nicht unrecht. Na gut. Dann halt nicht. Dann lassen wir das halt wieder liegen. So, jetzt warten wir, bis die Mausis wieder da sind. Dann bis sie wieder weg sind und dann gehen wir. Schon brav, dass sie da unten bleiben. Und schon. Los, lauf! Das ist doch verrückt! Du bist verrückt, du wärst kein verrückt. So, jetzt haben wir mehr Alkohol, als wir brauchen. Und das heißt, dass ich jetzt einmal das da herstelle, damit ich wieder ein bisschen Platz habe. Hier haben mal Leute gewohnt. Oh, wie viel Alkohol haben wir das verschwendet? Einen, sehr gut. Oh, wir haben nochmal einen. Das ist cool. In dem Fall gleich nochmal. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Ja, dann machen wir es auf zweimal, hätte ich gesagt. Zwei. Einmal anzünden da hinten. Weil wir zünden es erst an, wenn wir da sind, hätte ich gesagt. Jetzt, na los, weil na los. Sonst wird es wahrscheinlich zu knapp hier. Mit der Brennzeit. Noch nicht. Weg mit euch, na also. Los, wir werden es schaffen. Scheiße. Ach doch, sowas nicht. Keine bösen Wörter hier. Na gut. Geht es euch allen gut? Haben wir es geschafft? Bestellung? Ach doch. Geschafft. Wir sind da. Ja, tipptopp. Seht euch das an. Das ging ja flüssigst. Und Alkohol haben wir unterwegs auch nochmal gefunden. Von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein. Los. Perspektive ist nicht so deine Stärke, wa? Kinders. So, was haben wir hier Schönes? Zauberburg. Unglaublich. In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Das, wenn wir wüssten, wa? Wir könnten ja schon mal das Becken da anzünden. Wenn wir schon hier sind. Das lohnt sich nachher bestimmt. Und dann könntest du uns hier die Tür aufmachen. Geht das? Kannst jawohl. Du das übernehmen? Ja, das Schloss ist ganz schön alt. Haben wir hier noch was Schönes? Da hat sich was bewegt. Gar nichts. Ist offen. So, rein da. Lauf. Kann man da durch? Nö. Dann hier lang. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. Schnaps! So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Jetzt schmeißen sie uns mit Alkohol zu. Komm, das gibt's Hugo. Ja nicht. Dann machen wir hier einmal Bist noch was. Bist du soweit, Melli? Zweimal vielleicht. Ja, und Leder erst, wenn es echt voll ist. Also das und das spare ich mir, glaube ich, noch. Auch wenn das natürlich saupraktisch wäre, aber ich glaube, das also die Ressourcen hätte ich, glaube ich, lieber noch auf der Seite. Gut angezündet haben wir es schon, also Schub. Die Belagerung des Chateau d'Ambrage. Ah, aber das war jetzt gegen Tausende von doof, Ratten. Oder? Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Ach nee, was nicht. Wir schieben die da vorne lang und dann von der anderen Seite. Ja, genau. Wir sind einfach da chillen. Weißt du, ich schieb mir hier einen Ast. Und die beiden, mach du mal. Gut. Geschafft. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. So machen wir es. Das ist schon mal der erste Schritt.
lasse dir den Vortritt. Unten haben wir auch einen Ast gesehen. Sehr großzügig. Den können wir schnappen, können den hier anzünden. Und dann können wir darüber gehen zu der Fackel, oder? Lauf, Mädchen, lauf. Los, ich bin bei dir. Ich fühle mich schon gleich viel besser. Viel besser. Der Burner. Oh. Da gehen wir lieber hoch. Ohne Melly werde ich es nicht schieben können. Ja, und wo ist Melly? So, das nicht schieben. Aha, das heißt, ich kann jetzt quasi hier... Oh, ich habe da was gesehen, das will ich haben. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Schub, schub. So. Das heißt, hey, wir fahren das jetzt nach da drüben. Dann können die Lumpen alle mit uns mitkommen. Können wir die Ratten von hier aus in das Loch schieben? Bleiben die da also, unten? Jetzt wissen wir, wozu die Grube gut ist. Cool. Melly, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Kann's kaum erwarten, da oben zu sein. Cool. Kannst auch kaum erwarten, dass du hier bist. Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am König. Das zünden wir auch direkt mal an. Aber das ist unser Schloss. Treffen wir das von hier aus? Na egal, das machen wir später. So, Schiebung. Wunderschön. Gut, die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Ich hätte halt gesagt, ich schieb das Feuerbecken zuerst darüber und zünd's dann an, oder? Geht das nicht? Ach so, nee, geht nicht, weil ich dann zu weit hinten bin. Das heißt, ich muss jetzt quasi runter. Das heißt, ich muss es trotzdem vorher anzünden, oder? Jetzt bin ich aber gespannt, was wir da für eine Lösung finden da hinten. Aber sie will mir auf jeden Fall Deckung geben. Das heißt, dass wir das anzünden. Ja, wir gehen lieber noch einen Schritt nach vorne, nicht, dass sie es wieder in den Boden haut. Perfekt. Und dann kann sie uns das Feuer wecken. Deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Bereit. Ach so. Hier. Los. Denkst du, du kriegst das hin? Mhm. Na schön. Oh. Hui. Das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Ich wärme mich hier nur auf. Na, so schlimm haben wir es hier unten jetzt aber auch nicht, oder? Was siehst du da unten? Fuego. Mehr Feuerbecken. Ich kann den Ball hochklettern. Dann hoch mit dir. Welchen Ball? Wo hoch? Wir werden es schaffen. Hugo und wir hier alle hoch? Werden in Sicherheit sein. Nö. Wo wir sie jetzt hochkraxeln? Hätte ich mir einen Ast mitnehmen müssen? Nee, oder? Ich check's nicht. Das kann ich nicht schieben. Da müsste ich da oben sein. Ah, da ist ein Feuerbecken. Hängen. Na also. Okay. Und dann können wir hier kraxeln, oder? Nö, doch. Na also. Wieder voll. Einmal. Brauchen wir eh momentan wie Sau. Nehmen wir gleich nochmal her. Steine können wir auch mitnehmen. So, wir haben die jetzt dahin getrieben. Das heißt, wenn wir... Wenn wir mit dem Feuer jetzt rüberfahren und ihr sagen, sie soll mit ihrem Feuer dann auch rüberfahren, dann haben wir alle Ratten in dem Bereich geklärt, glaube ich, oder? Das machen wir mal. Melly, ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind zu viele. So werden wir es nie schaffen. Wieso denn zu viele? Das hat doch mit der Anzahl nichts zu tun. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. Das kann ich dir nicht verübeln, so fleißig wie ich hier am Arbeiten bin. Da wird mir auch ganz warm, du. So. Jetzt darfst du weitermachen, glaube ich, oder?
Oder will sie, dass ich jetzt... Nee, ich kann... Genau. Los. Na bitte. Aha. Rein in die Grube mit euch. Rein in die Grube. Und wenn die jetzt alle weg sind, können wir das wieder zurückschieben. Ich muss zurück zur Leiter. Also gut, auf ein neues. Dann haben wir die Ratten da hinten aus dem Weg. Ja, alles klar, Hugo. Mir geht's gut, aber man wird nicht reinhören. Keine Sorge, der Sturm übertönt unsere Stimmen. Praktischerweise. Ja, viel Glück. Weißt du, er, der die ganze Zeit am Jammern ist und Amicia, ich trau mich nicht, wo bist du? Wir müssen flüstern. Er denkt sich jetzt, wenn wir hier im Schloss rumschreien, das hören die dann. Das ist kein Depp sein, Hugo. Das ist kein Depp sein, stimmt. So. Das ist schon besser. Dann einmal runter, runter, runter. Mausis. Und jetzt kannst du mir da wahrscheinlich hochhelfen, oder? Jawoll, ja. Oder ich dir, wenn meinetwegen auch das. Ausgezeichnet. So machen wir es. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Ja, ich bin dabei. Jetzt ab. Einmal die Brücke runter. Und so eroberten Amicia die Amazone. Und Melly die Verstohlene. Das Chateau d'Ombrage. Du hast Chateau d'Ombrage gelesen. Ich... Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Ach so, aha. Alles klar, machen wir. Dann leg mal los mit Deckung. Was war das? Nichts, nur ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Hallo. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mei, das ist ja wunderbar, so romantisch. Irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Dass ihr nie wisst. Aber die verfluchten Ratten sind überall. Sie müssten zuerst da hinten anzünden. Na, jetzt komm schon. Sehr witzig. Und dann können wir rüberlaufen. Und weil hier Feuer brennt, können wir da hoch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ach. Ich wollte mit Leertaste hoch. Das ist doof. Gut. Dann schauen wir, ob wir hier noch Krimskrams haben. Kein Krimskrams. Verschlossen. Okay, das kann die Melly dann regeln nachher. Hier liegt noch Zeug rum. Das ist gut. Steinchen haben wir immer erst genug. Das brennt schon. Genau, und sie versperrt da quasi den Weg. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt hier den Bereich klären. Und wenn sie dann zurückschiebt, dann sollte danach die Rattenplage hier erstmal erledigt sein. Aber das erfordert schon sehr spezifisches Vorwissen, hier eine Burg zu bauen, die speziell dafür gedacht ist, Ratten in Gruben zu scheuchen. Dann also nochmal. Das ist erobert man ein Schloss. Sehr interessantes Fachwissen. Nein, meine Geschichte endet anders. Wo wollen wir lang? Da wieder runter? Müsste gehen, oder? So. Dann wollen wir jetzt darüber. Dann wollen wir da wieder hoch. Und die Ratten jetzt alle rausschaffen. Bauruck, Bauruck, Bauruck. Los! Und Schub. Komm schon! Scheiß, wir haben es fast geschafft! Und mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein so Teil. Edle Worte. Hör auf damit. Komm schon, hier gibt's sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst so denn mich genau. Doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. Ja, stimmt, das ist schon ein bisschen krass, wenn man sich so erst kennengelernt hat und dann schon zusammenziehen will. Das ist schon ein bisschen forsch. Da muss ich ihr recht geben. Lass dir Zeit, Amicia. So, fertig. Jetzt, dann darfst du jetzt loslegen. Lass die Drachen frei. Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher. Weicht zurück vor Amicia der Amazone und Melly der Furie. So. Was? Melly die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Aha. So schön verpackte Ratten. Bestens verpackt. Geschafft. Wir haben sie zurückgedrängt.
Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. So ein weiser Mann. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Sehr gern. Natürlich. Edle Dame. Turm. Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf. So machen wir es. Es ist riesig. Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Einfach mal die Burg kapern, alles klar. Die gehört bestimmt keinem Free Real Estate. Und das war dann Akt 7. Jetzt mache ich aber wirklich ein Päuschen für heute. Jetzt haben wir lang genug hier Ratten gejagt, würde ich sagen. Wir schauen mal, ob es noch ein Cinematic gibt. Das gucken wir uns noch an. Und dann würde ich, glaube ich, Feierabend machen. Du hast schlecht geträumt. Du bist schon wach? Ja, ich habe ganz viele Sachen gefunden. Das sieht aber nicht gut aus, was du da hast, ha? Die werden dir gefallen. So eine prima Makula. Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt einen idealen, gemütlichen Ort, um hier ein, zwei Tage zu verbringen. Vielleicht werde ich dann wacher. Hoffentlich. Absuchen tun wir das dann auch ein anderes Mal. Das muss jetzt nicht mehr sein. Ich glaube, hier gibt es eine Menge Krempel. Oh, eine Werkbank. Also, viel zu tun beim nächsten Mal. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich weiß noch nicht, wann ich weitermachen werde. Ich weiß auch noch nicht, ob ich beim nächsten Mal vielleicht erstmal wieder Beat Saber spiele oder ganz was anderes. Mal schauen. Aber auf jeden Fall will ich das noch fertig bringen, bevor Requiem rauskommt. Ich weiß gar nicht mal, wann das ist. Aber irgendwann. Und dann will ich Requiem spielen. Also wir schließen quasi dann direkt an. Und dann geht das weiter. Ich bin auch gespannt, ob die dann schon viel älter sind. Und ich habe noch keinerlei Trailer dazu gesehen oder so. Ich habe nur gesehen, dass es kommt. Also ich bin nicht allzu bestens vorbereitet, aber in Hochstimmung. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ich habe keine Ahnung, wie man Raids macht. Das müsste man mir bei Gelegenheit vielleicht mal noch zeigen. Oder ich müsste mich da selber einlesen. Aber das ist beim nächsten Mal. Ich schicke euch erstmal noch nicht weiter. Ich glaube, ich wüsste auch noch nicht, an wen. Ich glaube, die Einzige, die da in Frage käme, schaut mir gerade zu. Das heißt, streamt vermutlich gerade nicht selber. Ich kann das gerade gar nicht mal gucken. Also, naja, whatever. Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.